Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge The Lawful Bunch. Ich hoffe, es geht euch gut. Uns geht es gut. Und wir spielen heute D&D. Aber Danny, wer spielt denn heute D&D? Wer ist denn dabei? Stellt euch vor. Hallo, mein Name ist Christine. Ich bin verantwortlich für die Charakterzeichnungen, die ihr gleich sehen werdet, vielleicht. Und ich bin sonst Game Designer und arbeite gerade mit Freunden von mir an einem kleinen Spiel. Ihr könnt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen folgen und unter ghostassembly.de unseren Prototypen antesten. Das hilft uns weiter. Erstmal Werbung machen, das ist sehr wichtig. Ja, wir starten in den Stream mit Werbung. Let's go! Apropos Werbung, ein Mann, für den ich in meinem Leben sehr viel Werbung gemacht habe. Hallo, ich bin Matti. Ich bin einer der Mitgründe, warum Danny diese Idee überhaupt zu Ende verfolgt hat, weil ich gesagt habe, oh, das ist so geil, das ist so schön. Ich bin in meiner Freizeit selbst DM von so vielen Gruppen, dass ich immer wieder den Drahtseilakt habe zwischen Burnout und zwischen, oh, eigentlich könnte ich noch eine Runde machen. Und ich spiele mit dieser Person, wenn ich das richtig gesehen habe, im Stream eine weitere Runde namens Beutezugbetrieb. Aber dazu später mehr. Genau. Wer weiß. Apropos Beutezug und Betriebe. Was für ein Betrieb hast du am Laufen, Malte? Gott sei Dank, dass du mir da noch eine Überleitung gegeben hast. Ich hatte so keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Vor allem nicht mit dem Beutezug. ja, ich bin eine Person, für die Danny, glaube ich, leider noch nie in seinem Leben Werbung gemacht hat, aber das ist schon okay. Dafür haben wir sehr oft um 3 Uhr morgens Pizza gegessen. Ich bin Malte und ich bin Voice Actor und und ich würde jetzt gerne dafür auch Werbung machen, damit ihr mich bezahlt. Bitte bezahlt mich. aber nein. Ich freue mich einfach nur, hier in dieser Runde mit meinen Freunden D&D zu spielen. Und die letzte noch fehlende Person. Ich bin Julia. Ich stehe eigentlich auch nicht so in der Öffentlichkeit mit Social-Media-Gedöns und so. Aber, wie ihr schon gehört habt, spiele ich Dungeons & Dragons mit Matti auf dem YouTube-Kanal vom Bereicherungsbetrieb. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr noch mehr absurde Settings und Albernheiten erleben wollt, in denen ich mitmische. Wir haben mit Werbung angefangen, wir machen mit Werbung weiter, hören mit Werbung auf. Genau, ja. Und mein Name ist Danny, man kennt mich, ich streame hier auf diesem Channel und jetzt auch endlich eine D&D-Kampagne. Ein paar Sachen für Chat, für euch, einfach bevor es losgeht. Nummer eins, wir haben nicht so wirklich die Kapazitäten, viel auf Chat einzugehen, während wir hier spielen, weil wir halt D&D spielen. In den Pausen machen wir das gerne, wenn wir irgendwas überbrücken wollen, machen wir das gerne. Dementsprechend sind die Notifications gerade halt auch off. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall erwähnt werden wollt, wie zum Beispiel Bereicherungsbetrieb, der jetzt gefolgt hat, dann macht das gerne in der Pause, dann können wir da besser drauf eingehen. Ansonsten ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, einfach zu starten, oder? Habt ihr noch irgendwas zu pluggen? Let's go! Let's go! Alles klar. Dann... Ich hätte da noch einen Loot Crate Ad. Falls es irgendwelche Sound-Dinge gibt, gerne auch dafür Feedback geben. Pork, ja. gerne auch für Sound-Dinge Feedback haben, weil wir dann nicht so 100% verfolgen können. Ich mache gerade ein wenig Sound im Hintergrund an. Und bevor wir beginnen, gibt es irgendwelche Fragen? Nur eine Entschuldigung. Mein Internet ist beschissen, deswegen sehe ich so scheiße aus. Das sind alles Ausreden. Ich glaube, kein Wort, er ist wunderschön, genau. Und in Wirklichkeit ein sowjetisches Model. Deswegen muss er eine technische Sache aus. Einen Moment. Die Pixelung ist zum Schutz. Damn. Und da kommt direkt das gegiftete Abo rein, während ich technische Issues aussortiere. Vielen Dank. Ich
finde es absurd, dass ich im Stream auf meinem Handy besser aussehe als auf der Discord-Kamera. Macht mich irgendwie fertig. Wundervoll. Dann ist es jetzt Zeit, loszugehen. Wir haben keine Fragen. Das heißt, wir beginnen mit einer kleinen, mit einem kleinen Intro. Jede Geschichte muss irgendwo beginnen. Manche beginnen in Tavernen, manche auf Schlachtfeldern oder Schiffen. Diese beginnt in Talia. Als Kronjuwel der United Realms hat die Stadt an der Morgensee nach dem Krieg der Fünf Kronen ihren Platz nicht nur als Hauptstadt des Königreichs gefestigt, sondern gilt auch als Gipfel der Zivilisation. Sie ist Heim des sagenumwobenen silbernen Palastes, der entgegen der Vermutung der umliegenden Ländereien weder Silber ist noch ein Palast. Aber, wie die Magier des ungesehenen Auges sagen, keine Illusion hält für immer. Might as well enjoy it. Hier ragen die Türme der Kathedrale der Zehn weit über die anderen Schreine und Kirchen und Monumente im Tempelviertel Curtainfall heraus und die magischen Legierungen, Emulsionen, mit magischen Legierungen und Emulsionen geflickten Häuser von Westwall und Porridge glitzern in der Morgensonne. Jedenfalls die, die noch nicht von arkanophagem Efeu verschlungen wurden. Möwen und Seeleute kämpfen in der Docktown in einem ewigen Schreikrieg, immer auf der Suche nach den besten Waren, dem nächsten Abenteuer und unbewachten Fish and Chips. Es riecht nach Zimt und Kardamom und gebratenen Leckereien aus Cash und warmem Leder und, sollte man sich zu weit in den Osten begeben, auch nach spärlich gewaschener Kleidung und Ärger. Während der Adel sich am Südende der Stadt tummelt und die Parks und Anwesen in Amesley bewundert, öffnet sich in Blisters eine Tür. Sie hält ein Messer. Eine der bewundernswertesten Entwicklungen, die diese Stadt innerhalb der letzten 100 Jahren durchmachen durfte, war die Vergewerkschaftung von Verbrechen. Für jede Steinmetzgilde gibt es einen Zweig der Diebesgilde, die sich auf das Stehlen von Backsteinen spezialisiert hat. Für jede Bäckergilde einen Mehlschwarzmarkt. Und für jeden erfolgreich eingesperrten Verbrecher gibt es die Gilde der schwarzen Jacketts, getrieben von der Möglichkeit einer Revision. Der Herrscher der Stadt mag zwar der König sein, aber ihre Straßen gehören Butcher und seinen Softspoken Bastards, ihr Geld den Thespians, so verwickelt in die Bürokratie, dass ihre Verfolgung nahezu unmöglich scheint. Und ihr Hals hat gerade genug Platz zum Atmen unter dem Messer der Cloak und ihrer Killer. Wie in jeder großen Zivilisation dieser Welt ist der Grat zwischen Untergang und Erfolg schmal. Sehr schmal. Gerade schmal genug, dass ein paar Wachleute darauf balancieren können. Jede Geschichte muss mit irgendwem beginnen. Die Leute, mit denen diese Geschichte beginnt, ahnen nichts von ihrem Glück. Die wenigsten tun das. Aber gut, lasst mich beginnen. Es ist ein ruhiger Morgen in der Altstadt. Das Viertel befindet sich gerade in dem Trott, der sich nach dem Frühstück in die Knochen schleicht und die Stadt für wenige Sekunden fast leer fegt. Die Straßen sind noch nass vom Regen der letzten Nacht. Und was auch immer gerade in der Unterstadt verfault, mischt sich mit nassem Stein und anfeuerndem Braten, um der Stadt ihren typischen, vormittäglichen Mief zu geben. Wenige hundert Meter entfernt von der Wache, vom Hangman's Path, beginnt in der Stonemason's Lane nicht nur Constable Smallhands erste Patrouille, sondern es markiert auch das erste Mal, seit Monaten, dass Corporal Rockgrip nicht alleine durch seine Nachbarschaft streift. Gag und Judy, bitte, beschreibt eure Charaktere. Gag Rockgrip ist ein junger Zwerg. Ein Zwerg, der das mittlere Alter inzwischen versucht anzugehen, dem es aber noch nicht so ganz gelingt, seine eigene Eitelkeit hinter sich zu lassen. Er hat einen sehr kurz oder für einen Zwerg sehr kurzen Bart, der morgens jedes Mal mit ein wenig Bartwachs aufs Neue gepflegt wird. Seine Haare sind eine
modische Kurzhaarfrisur, welche er auch in einer aufwendigen Prozedur jeden Morgen sich zusammenlegt, damit keinerlei Strähne aus der klaren Ordnung ausbricht. Und sein Körperbau ist als drahtig zu bezeichnen. Das Einzige, was so ein bisschen hervorsticht, ist, dass seine Schultermuskulatur scheinbar irgendwie anders trainiert ist als bei anderen. Und er hat einen leichten Twinkle in den Augen und dreht sich zu seiner neuen Kollegin bei der Wache. Julie Softhands ist eine junge menschliche Bardin vom College of Law, die etwa seit einem Jahr in der Stadtwache von Talia ist und endlich ihren lang erwarteten ersten Einsatz hat auf den Straßen der Stadt. Sie lebt für ihre Arbeit, sie ist sehr korrekt dabei. Bei jedem Einsatz wird sie in voller Gerüstung sein, immer stolz das Stadtwappen präsentierend auf ihrem Abzeichen. Und auch den ganzen Papierkram sieht sie nicht nur als notwendig an, sondern als elementar für gute Wacharbeit. Ja, sie ist recht gut mit Leuten, sehr umgänglich, hat ein sanftes, freundliches Gesicht mit braunen Rehaugen und so einen kurzen braunen Bobschnitt. Wie gesagt, in voller Rüstung, ready to go. Ihr befindet euch gerade in Stonemasons Lane, mitten in der Altstadt, dein Gebiet. Der Regen hat aufgehört, die Straßen sind relativ leer. Ihr seht vereinzelt Kutschen durch die Straßen in Richtung des großen Marktplatzes kutschieren. Und es ist jetzt an dir, Julie, ein wenig in das Werk des Koffers einzuweisen. Sie steht also mit Notebook und Füller und ist einfach sauber. Also Judy, ich weiß, du bist schon drauf und dran hier, die ganze Stadt zu retten. Und ich bewundere das sehr, wie du das machst. Wirklich, ich bin ein großer Befürworter von all deiner Arbeit bis jetzt. Aber das wirklich Wichtige für uns ist, dass wir den Leuten von Talia zeigen, dass wir für sie da sind. Dass wir nicht irgendwelche Kopper, irgendwelche Wachleute sind, sondern dass wir einfach die netten Nachbarn sind. Dass wir diejenigen sind, die helfen, wann immer Hilfe gebraucht wird. Oh, schönen guten Tag. Hey, Gag! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Der Regen hat ganz schön... Also, mein Balkon ist ein bisschen weg. Brauchst du Hilfe? Wenn du mir kurz zwei Blumentöpfe hochtragen könntest. Oh, das ist kein Problem. Judy, wir müssen unsere Patrouille hier ganz kurz ein Stück einschränken. Ich muss einmal kurz Edwin helfen. Corporal, Felsgriff, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Sie haben offensichtlich sehr viel mehr Erfahrung als ich, aber fällt das in unseren Zuständigkeitsbereich, Blumentöpfe auf den Balkon zu tragen? Nun, unser Zuständigkeitsbereich ist ja wohl, den Bürgern von Talia zu helfen bei ihrem alltäglichen Leben und sie vor allerlei Bösartigkeit zu schützen. Und würdet ihr nicht sagen, dass so ein Regensturm eine Bösartigkeit der Welt gewesen sein kann, die diese armen Blumentöpfe hier heruntergeschwemmt haben kann? Corporal? Ich würde dann bitte zu Edwin gehen und ihm einmal die Blumenkästen nach oben tragen. Mach einen Athletics-Check für mich. Ich darf würfeln. Was schon auf dem Game? Der erste Roll. Ja. Das ist eine 17. Eine 17. Es ist für dich gar kein Problem. Eine 23. Es ist für dich kein Problem. Dem wunderbaren Edwin, den du auch schon seit mehreren Jahren inzwischen kennst, netter Florist, der hier in der Gegend wohnt, der einen Balkon hat, tatsächlich in der Altstadt voller Pflanzen, lilaner Blüten, Orchideen, die da stehen, ein paar davon sind beim Regen ein bisschen zu Schaden gekommen. Über die nächsten 20 Minuten, halbe Stunde, hilfst du ihm, ein paar Töpfe hochzutragen und gehst sogar noch den extra Schritt, um ihm tatsächlich bei der Umtopfung zu helfen, bis sie tatsächlich wieder unten ankommt auf der Straße. Ich würde mich noch einmal zu ihm umdrehen und sagen, bis bald, Edwin, grüß deine Frau und die Kinder und dann würde ich zurück zu Judy gehen.
Wo waren wir stehen? Ich stand die ganze Zeit. Okay, die ganze Zeit zu Loot, aber Tram. Neben der Tür. Steh doch bequem. Moment, darf ich dich überhaupt duzen? Es gibt so ein paar Leute, die ein wenig. Die ungern von ihren Vorgesetzten geduzt werden würden. Corporal, so wie ich es verstanden habe. Wurde ich Ihnen unterstellt? Aber wir sind trotzdem ein Team, oder? Und wir sind eine große, glückliche Familie, ja. Ja, deshalb sind Sie herzlich eingeladen, mich zu duzen. Judy, Sir. Ja, Judy, dann lass mal einfach ein bisschen, ich zeig dir einfach weiter so ein paar. Achte auf das Kopfsteinpflaster. Gerade wenn man so kleine Füße hat wie ich, dann bleibt man da manchmal hängen. Sollte für euch ja kein Problem sein. Folgt mir und haltet die Augen offen. Immer die Augen offen halten. Macht mir doch beide mal einen Perception. Siebzehn. Ihr beide seht relativ klar, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Die Straßen sind zwar relativ leer, aber vor einer kleinen Kneipe, über der ein Schild erkennbar ist, auch immer noch nass geregnet, ein bisschen soaky Holz einfach. Das Ding heißt The Dangling Oaf, ist eine relativ kleine, relativ alte Kneipe, die hier ist. Und davor sitzt eine Dame, ungefähr Mitte 20, langes schwarzes Haar, sehr, sehr rote Lippen, scheinbar auch irgendwas damit gemacht, hat einen Nagel im Mund, raucht darauf und als ihr vorbeilauft, hat sie so ganz große Augen. Und sie sagt, heilige Scheiße, ihr seid schnell. Oh, kenne ich sie? Kennst du sie? Nee, eigentlich nicht, nein. So sollte dir kein Begriff sein. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gag Rockrip. Wir sind von der Stadtwache. Wir sind jederzeit für Sie da. Ich glaube, wir haben noch nicht die Bekanntschaft gemacht. Mit wem haben wir das Vergnügen? Sie schüttelt nicht mal die Hand. Sie dreht sich einfach nur um und macht die Tür für euch auf von der Kneipe und sagt, Stewart, Tiffany. Tiffany. Womit können wir Ihnen... Oh, ich würde gerne einmal so durch die Tür reinspähen. Alles klar, mach einen Perception-Check. Wunderbar. Notieren. Was war das Ergebnis? Eine weitere 19. Eine weitere 19. Du schaust durch die Kneipe, es ist relativ alt. Es ist nicht viel da, es ist noch ein Paar von Halblingen, die an einem Tisch in der Ecke sitzen und spätes Frühstück genießen, da gerade noch die Reste reinmachen. Ein Zwerg, roter Bart, gebunden, relativ ernster Blick, mit einem Zylinder auf, schrubbt die Bar, guckt auf euch an und es sieht relativ normal aus. Es sieht so aus wie eine Kneipe, nachdem darin gefrühstückt wurde. Dann sage ich ein fröhliches Hallöchen. Tiffany, was genau? Ihr meintet, wir wären schnell. Gab es einen Notruf? Hat man euch nicht informiert? Nein. Man hat uns zumindest noch nicht informiert. Worum geht's? Was mag ich? Und in dem Moment, in dem sie so ein bisschen zu sich selbst murmelt, ist hinter der Bar der Zwerg, der so ein bisschen aufsteht und von seinem Stuhl, der ihn auf Barhöhe erhebt, geht er so ein bisschen runter, verschwindet erstmal, kommt darauf und räucht so ein bisschen und drückt Tiffany einen Schlüssel in die Hand. Und Tiffany nickt ihm zu und er schüttelt mit dem Kopf und schüttelt mit dem Kopf und geht zu den beiden Halblingen und fängt an, die Sachen wegzuräumen. Kann Judy. Judy Softhands, ich möchte, dass ihr die Diskussion einmal ein wenig hier übernehmt mit Tiffany. Ich möchte sehen, wie ihr im Umgang mit dem Bürger
euch macht. Und währenddessen sehe ich mich ein wenig eher um. Natürlich, während ich euch beobachte. mach du mir mal einen Perception-Check. Gag und Judy. Tiffany guckt dich an und sagt, wollen wir dann? Perception oder Investigation? Investigation. Drei. Also so ein bisschen abseits davon, Judy zuzuhören und dem zuzuhören und einfach so durchzugucken und die Gerüche von frischem Frühstück zu riechen, kannst du dich nicht wirklich konzentrieren und findest nichts Absehbares. Judy. Mrs. Seawood war der Name? Ja. Darf ich fragen, warum Sie die Wache informiert haben? Was liegt ein Einbruch vor oder eine Ruhestörung irgendeiner Art? Was darf ich notieren in der Anzeige? Es hat gerochen und kam lange nicht. Und dann haben wir das Zimmer aufgemacht und sie schüttelt mit dem Kopf. Judy ändert so ein bisschen ihre Tonlage und wird so ein bisschen eindringlicher. Mrs. Seawood, Sie scheinen sehr aufgewühlt zu sein. Es gab einen merkwürdigen Geruch, habe ich das richtig verstanden? Der Sie dazu motiviert hat, die Zimmertür zu öffnen. Um welches Zimmer handelt es sich? Zimmer 3 oben. Zimmer Nummer 3. Wer hat dort übernachtet? Wir nehmen keine Namen von Gästen. Ja, hat gut bezahlt. Keine Namen, aber gut bezahlt. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns dort umsehen, nehme ich an. Deswegen haben wir sie gerufen. Ich werde meinen Vorgesetzten rufen. Können Sie mir etwas über die Person, die das Zimmer gemietet hat, sagen? Ist der hier, einer der Halblinge? Nein. Okay. War nett zu mir. Und wir haben... Ich habe ihm Frühstück gebracht. Oder wollte ihm, und dann wollte er nicht, und sie ist total aufgebracht. Ich lege ihr eine Hand auf die Schulter und sag halt einfach sehr sanft, bleiben Sie ganz ruhig, wir werden uns darum kümmern. Sie können uns vertrauen. Und sie nickt einfach und guckt so ein bisschen auch haltsuchend nach dir. Und dann drehe ich mich um und sag, Corporal Felsgriff? Sir? Das habt ihr ganz fantastisch gemacht, Judy. So wie es aussieht, sieht es hier nach duftlicher Ruhestörung aus. Ja. Wir sollten uns das Zimmer einmal ansehen, bevor wir zu weiteren voreiligen Schlüssen kommen. Richtig, Sir? Vollkommen richtig. Ich gehe vor. Alles klar. Ihr geht die Treppe hoch. Relativ standard, kneipenmäßig. Das Holz ist alt, es quietscht so ein bisschen, als ihr hochgeht. Die Treppe ist mit einem kleinen Teppich ausgelegt. Es riecht modernd und morsch, mit so ein bisschen einfach seit Jahren denselben Braten im selben Haus, hat sich in diesem Holz als Geruch eingependelt. Es ist so ein bisschen senfig. Ihr seht drei Räume, die da sind. Zwei davon sperrangelweit, Tür offen. Und einer zu dem, der halt gerade geschlossen ist. Kann man in die offenen Türen so ein bisschen reinschmulen? Sure, du wirst frisch gemachte Betten sehen. Ah, okay. Dann würde ich zu Zimmer 3 gehen, den Schlüssel ins Schloss stecken, aufschließen und vorher einmal riechen. Ob mir der Geruch bekannt vorkommt? Der Geruch riecht... Weißt du was? Mach mir mal einen Wisdom-Check. Trade Wisdom.
16. 16. Der Geruch kommt dir bekannt vor. Das ist ein Geruch, den du damals in deiner Vergangenheit im Anvil hin und wieder mal gerochen hast, wenn sich Schmiede verbrannt haben. Es riecht kauterisiert. Judy, schreiben Sie olfaktorische Besonderheit. Geruch von verbranntem Fleisch. Ich werde jetzt die Tür öffnen. Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass nicht jeder Tag so ist wie möglicherweise dieser. Und ich öffne die Tür. Das ist die Tür. Was ihr seht, ist ein Raum, ähnlich aufgebaut wie die beiden, in die du vorher reingeschaut hast, Judy. Ihr seht, auf dem Schreibtisch ist ein Set, ja, wie mehrere Fläschchen und Kolben und sowas, in denen Flüssigkeiten sind. Ein paar davon sind umgekippt. Und auf dem Boden, so halb noch auf dem Bett, in Schlafkleidung, liegt ein Mann mit einem riesigen Loch im Torso. Judy, notieren Sie Mann mit Loch im Brustkorb, offensichtlich tot? Fragezeichen. Wir sollten einen Mediziner rufen, um den Todeszeitpunkt festzustellen oder festzustellen, ob er überhaupt tot ist. Und wir sollten Verstärkung rufen. Sir, ich kann die... Ich kann zumindest überprüfen, ob er noch lebt. Mach das. Ich nehme mir ein Taschentuch und wedel mir das vom Gesicht. Und du riechst eindeutig irgendein Parfüm, was in diesem Taschentuch ist. Während ich langsam wieder 2-3 Schritte rückwärts aus dem Raum mache. Mach einen Medicine-Check. Ja, ja. 14. Oh, he dead. Okay. ich würde halt auch hingehen und möglichst nicht hingucken und halt so tasten, halt nach seinem Puls an seinem Hals. Ja, und dann Herr Felskin, er ist definitiv tot. Schnitt. Und auf der anderen, auf ein paar hundert Meter entfernt, sind zwei weitere Wachen unterwegs. Neve und Roga, ihr habt den Auftrag bekommen, vor wenigen Minuten noch aus der Wache, als ein Bote auf euch zukam und sagte, dass ein toter Alchemist gefunden wurde im Dangling Oath und dass ihr euch sofort auf den Weg machen sollt. Das tut ihr. Du bist gemutet, Malte. Ich weiß. Sie also beschreibt so, eure Charaktere. Genau. Chris, bitte. Okay. Neve ist eine ungefähr 1,90 große, ziemlich hochgebaute Earth-Genasi-Frau oder junge Dame. Die allerdings wenig aussieht wie eine junge Dame. Sie hat breite Schultern, sie sieht sehr einschüchternd aus, ihre Haut ist schwarz, beziehungsweise so dunkelgrau, hat fast schon mehr mit Stein gemein als mit Haut, so von ihrer Optik her. Ihre Augen, die Körper ihrer Augen, die weiß wären, sind bei ihr auch schwarz, dunkel. Und die Iris hat ein stechendes Blau. So ihrem Haaransatz wachsen Kristalle, die ein bisschen aussehen wie Bergkristalle, eben so hell, durchsichtig, schimmernd. Sie hat keine Augenbrauen, sondern auch hier ziehen sich so Kristalle nach oben in Richtung ihres Haaransatzes und auch zwischen ihrem dicken, weißen Haar kann man das zu so einem
breiten Zopf geflochten ist, kann man hin und wieder diese Kristallauswüchse erkennen. Sie trägt die Kleidung einer typischen Stadtwache. Sie ist stets mit ihrer Rüstung und dem Schwert und Schild und Handschuhen bekleidet. Ja, und ihre Züge sind sehr kantig, sehr spitz. Vielen Dank. Gut, und ich spiele Ruga oder auch Corporal Rex. Er ist ein weißer Dragonborn, der auch ein ja, sehr breites, muskulöses Bild ist. Und er trägt eine Chainmail und einen großen Zweihänder. Beide sehen zwar gepflegt aus, aber man sieht ihnen so wear and tear sehr deutlich an. Und ungefähr so sieht er auch aus. Er hat sehr viele Narben auf seinen Schuppen. Man sieht deutlich, dass er schon einiges hinter sich hat, ein bisschen älter ist. Eine Narbe, die so ein bisschen raussticht, ist so eine, die so eine seiner Nüstern beinahe teilt. Ansonsten hat er orangene Augen und einen leichten Schuppenkamm an seinem Hinterkopf und so eine Art Tattoo von einer blauen Kralle ist über einem seiner Augen. Danke. Ihr habt gerade die Meldung von einem jungen Boten bekommen, wahrscheinlich auch nicht älter als 10, Straßenkind, das irgendwer dafür geschmiert hat, vermutlich der Innkeeper, das ist üblich so. Und habt die Nachricht bekommen, dass ihr sofort moven solltet und zu dieser Kneipe kommen, weil ihr gerade die einzigen beiden wart, die in der Wache waren und nicht auf Streife. Aber wir wissen nicht, dass es ein Mordfall ist, ne? Ihr wisst, dass ein toter Alchemist aufgefunden ist. Alles klar. So. Erster Todesfall oder schon mal hier gehabt? Ich bin noch nicht wirklich lange hier, also nein. Okay. Sollten wir nicht vielleicht irgendwem Bescheid sagen? Nein, wir sind diejenigen, denen Bescheid gesagt wurde und die dahin gehen. Ach so, ja. Ja. Weißt du, wir sind diejenigen, denen Bescheid gesagt wird. Ja, aber ich dachte, höhere Instanz oder so. Alarm. Bisher ist es ein Todesfall, wir wissen nicht mal, ob es ein Mord ist, also. Okay, na gut, wenn die Einsätze hier immer so ablaufen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber Captain Hayes hat da Besseres zu tun. Die Stadt ist nun mal groß. Ja. Gehe ich richtig davon aus, dass ihr euch auf den Weg macht? Ja. Walk and talk. Ja. Geht so ein bisschen, seht dieselben Bilder. So, es ist eine Straße, langsam wird es wieder voller, der Morgen ist vorbei, bis ihr ankommt bei beim Dangling Oaf bei der Kneipe und eine offene Tür vorfindet und einen Barkeep, der vor der Tür sitzt und so ein bisschen schmollt. Guten Tag, uns wurde berichtet, dass hier einen Todesfall gegeben hat. Wir sind von der Stadtwache. Ich bin Corporal Rex und das ist Constable Neve. Lockwood. Hä? Das ist mein Nachname. Sehe ich doppelt? Hey! Meadow! Und es kommt von hinten ein Geschrei, eine relativ helle Stimme zurück. Was? Die Stadtwachen waren schon hier, oder? Ja? Wer seid ihr denn? Die Stadtwache. Was? Ihr seid schon hier. Wir offensichtlich nicht. Ich poch so einmal so ein bisschen auf mein Abzeichen. Nun, ich gehe davon aus, dass vielleicht andere Leute schon hier sind. Oder meint ihr, es sind tatsächlich zwei Leute schon hier, die so genauso aussehen wie wir? Nee, einer war kleiner. Also ist hier schon ein weißer Dragonborn und jemand, du verstehst mich falsch. Nein, sorry. Ein Kobold, ein kleiner Dragonborn? Nein, der hatte, ich meine, der sah nicht wirklich aus wie ein Zwerg, aber war so klein wie ein Zwerg. Und oh.
Geht einfach hoch. Das klingt nach Rock Grip. Wer war das nochmal? Welcher war das noch? Rock Grip? Der bisschen so geölte. Du hörst gerade deinen Namen fragend. Von. Ich höre gerade sehr wenig, weil ich mich darauf konzentriere, alle Innereien in mir zu behalten. Okay. Ach, der. Ach so. Ja. Ist ein guter Mann. Ja. Gut, wollen wir... Okay, gehen wir... Du hast schon meine Leiche gesehen, oder? Ja. Also, vielleicht. Gut, dann ist ja alles bestens. Hau dir so einmal auf die Schulter. Ich komme euch entgegen. Rex. Corporal. Und. Alles in Ordnung. Ja. Alles. Nein, eigentlich ist nichts in Ordnung. Wir haben oben den Leichnam bei einer routinemäßigen Untersuchung gefunden und Constable ich und Namen. Constable Small Hands irgendwie so. Ist momentan oben und guckt sich an, ob der tatsächlich tot ist. Aber da ein Loch so groß wie euer Oberarm in ihm ist, gehe ich davon aus, dass da nicht viel zu retten ist. Gut. Danke für die Bestandsaufnahme. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Sicher. Geht's nicht so gut, ne? Es ging mir schon mal besser. Okay, sagen Sie Bescheid, wenn es schon mal wird. Jederzeit. Gut, dann gehen wir rein, würde ich sagen. Ja, während ich so durch die Eingangshalle, also beziehungsweise den Tavernenbereich laufe, rufe ich noch so zu der Dame, mit der vorhin gesprochen wurde, beziehungsweise dem Wirt, der draußen sitzt, zu. Diese offene Feuerstelle hier mit dem ganzen Holz ist nicht so eine gute Idee. Warum? Feuer. Mello, ich glaube, sie hat was. Ich glaube, das ist eine Idee. Entschuldigung, sag ich zu Rex. Ist mir nur so aufgefallen gerade. Die Stadtwache hilft, wo sie kann. Auch ihr werdet jetzt wahrscheinlich Judy sehen, wie sie eine Bestandsaufnahme macht und sieht denselben Raum. Finden wir beide auch nochmal ein Perception. Ist uns vorhin schon mal aufgefallen, dass wir, glaube ich, in einer Stadtwachenkampagne so gut wie niemanden in der Gruppe haben, der auch eine halbwegs decent Investigation hat. Kann das sein? Aber ich habe eine Natural 20 geworfen. Du hast eine Natural 20 geworfen. Ich hab nicht Natural 20. Okay, was hast du? Eine Dirty 20. Okay. du schaust dich in dem Raum um. Erste, was du siehst, ist natürlich einfach die Leiche eines Mannes in Schlafkleidung gekleidet. Das ist fast, also es ist ein Schlafhemd, durch die auch einfach, ja, wo ein Loch ist. Du siehst leichte Brandspuren tatsächlich am Rand des Schlafhemdes. Du siehst in der Ecke einen Schreibtisch, in dem halt mehrere alchemistische Gegenstände, die du aus deiner Vergangenheit wahrscheinlich auch sehr gut kennst, da sind. Einige davon sind runtergefallen und zerbrochen. Eine Sache, die dir unten noch aufgefallen ist, in Natural 20, als du am Vorbeigehen bist, so an der Treppe, stand auf einem... Also so ein Seitending. Ich weiß nicht, wie dir das bekannt ist, aber die Treppe geht so weiter hoch und da sind so einige Bilder. Und auf einem dieser Bilder war platziert an der Seite, am Rahmen, ein weißer Bauer. Eine weiße Bauernfigur aus dem Schachspiel. Hm.
Das ist aber nur ihr aufgefallen, ne? Das ist nur ihr aufgefallen. Alles klar. Ich meine, die Leiche ist schwer zu übersehen. Ja, ich glaube, Judy hätte in der Zeit ein Dancing Lights gecastet, um einfach in so, wie viele sind das? 4, so in alle 4 Ecken des Raumes so ein bisschen auszuleuchten, aber sie steht an der Tür und hält so ein bisschen Sicherheitsabstand und guckt auch nicht so wirklich. Aber sie hat diese Lichter, um es seriös aussehen zu lassen. So. Alles klar. Was soll der tun? Ah, ich nehme mal an. Corporal Rex, Constable Neve? Und Lockwood ist mein Name. Lockwood? Tut mir leid. Kennen alles. Sie nur vom Hörensagen. Sie sind die Verstärkung? Nein, nicht wirklich. Eigentlich sind wir diejenigen, die zu diesem Fall gerufen wurden. Oh, okay. Das tut mir leid. Wir wollten uns nicht absichtlich einmischen oder Ihnen irgendwie die Show stellen, indem wir diesen Mordfall vor Ihnen lösen. Aber wir sind zufällig vorbeigegangen und Corporal Gag wurde sofort angesprochen und dann wussten wir natürlich nicht, worauf wir uns einlassen. Was ich bisher herausgefunden habe. Judy, solange wir nicht wissen, ob es einen Täter gibt, reden wir nur von einem, von einer Leiche, nicht von einem Mordfall. Aber ansonsten alles super. Und ich stelle mich wieder hinter dich. Danke, Sir. Ich mag die Vorstellung, dass er so ein bisschen hochgeht, um zu flüstern. Ja. Ja. He has to. Bitte. Wird irgendjemand angerufen? Ja. Bitte. Aber okay. Achte nicht drauf. Ich dachte, es ist so Werbung. Gerade was ist das für eine komische Hintergrundmusik? Ist nicht für mich. Okay. ich meine, die Leiche haben sie ja schon gesehen und all diese Alchemie-Sachen hier, diese Reagenzgläser und so weiter. Ich kenne mich damit leider nicht aus, deswegen habe ich mir das noch nicht genauer angeschaut. Die Wirtin Seawatt berichtete von einem strengen Geruch, der sie dazu motivierte, die Tür zu öffnen und sie hat den Tatort als erste betreten. Wir sollten sie auf jeden Fall weiter befragen, wann ihr der Geruch aufgefallen ist und wann sie das Zimmer betreten hat, sodass wir auf die Zeit der Tat, des Vorfalls, genauere Einsicht haben. Außerdem sollten wir den Wirt und die zwei Häuptlinge fragen, ob sie hier auch übernachten und sie weiter über den Verstorbenen befragen. Scheinbar kannte niemand seinen Namen. Sollten wir uns, also nicht, dass es mich jetzt was angeht, aber sollten wir uns vielleicht erstmal nochmal genauer angucken, woran diese Person möglicherweise gestorben sein könnte? Ich gestikuliere leicht auf das große Loch in der Mitte des Körpers. Ja, klar, aber... Nein, tatsächlich hat sie nicht ganz unrecht. Es könnte sein, dass die Person vielleicht ursprünglich... Wer weiß, erwürgt wurde und dann wurde das nach dem Tod durchgeführt, um das Ganze zu vertuschen. Das ist ein sehr guter Gedanke. Die Frage ist natürlich auch, wie ihm das zugefügt wurde. Dazu müsste man sich die Wunde genauer angucken. Bitte, Sie haben meine volle Unterstützung. Und ich schicke meine Dancing Lights so um die Wunde rum. Okay. Ich vermute, niemand von euch hat das gemacht. Wir sind erst seit kurzer Zeit hier. Ja, okay. Ich hab's nicht so mit offenen Wunden. Steht auch jedes Mal in meinen Berichten. Die habe ich schon gesehen, Sir. Name, das du ganz mal an. Ja. Machen Medicine.
Was habe ich mir das hin? Plus 0, also 18. 18? Okay. du bist noch nicht lange bei der Stadtwache. Aber du hast dir tatsächlich die Mühe gemacht, sowohl in deiner Vergangenheit, als auch jetzt, nachdem du da warst, ein paar Bücher über Verletzungen und typische Unfälle zu lesen. Und eine der Unfälle, die dabei sehr oft erwähnt wurde, war die oft bei Ritterturnieren passiert. Und zwar die Tatsache, dass man eine Lanze durch den Torso getrieben bekommt. Das, was hier vorkommt, erinnert dich daran, bis auf die Tatsache, dass das Ganze kauterisiert ist. Das heißt, die Wunde ist komplett, also die ist verbrannt. Ja. Okay. Ich knie mich so neben den und schaue da drüber. Sag dann, dass, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der hat eine Lanze durch seinen Wanst bekommen. Eine brennende. Aber es riecht und es sieht aus wie eine Brandwunde. Ihr sagtet, wenn ihr es nicht besser wüsstet, wisst ihr es denn besser? Oder können wir das als Grundannahme nehmen und von da aus weiterarbeiten? Wenn ich jetzt sage, also irgendwie die Sache, dass diese Wunde verbrannt ist, passt nicht so ganz zu der Annahme, dass diese Wunde von einer Lanze zugefügt wurde. Deswegen sage ich das. Weiß einer von euch, ob es vielleicht metallene Lanzen gibt? Weil diejenigen, die ich auf Turnieren gesehen habe, waren alles Holzlanzen. Ansonsten wäre es doch möglich, ich zeige nochmal so auf die Alchemie-Sachen, mit irgendeiner Art von Concoction das Metall zum Glühen zu bringen und das durch einen Oberkörper durchzustoßen. Weiß ich was darüber, über meinen Military-Background? Definitiv. Es gibt metallene Lanzen, hauptsächlich für den Kriegseinsatz, aber es gibt sie. Sie werden aktuell nicht wirklich viel benutzt, weil das Land seit 20 Jahren im Frieden steht, aber du hast sie auch schon gesehen, in Action. Naja, also es gibt sowas. Tut scheiße weh. Ist halt, ich meine, natürlich macht man die aus Holz und aus Metall, aber fällt jetzt nicht direkt irgendein spezifischer Gegenstand bzw. Waffe ein, der einen Namen hat, den man für so etwas verwenden könnte. Mit Verlaub, meine Herren und Dame, das klingt alles sehr, als würden wir von einem, als wäre diesem armen Mann das nicht rein zufällig passiert. Als hätte es eine Art von nicht Kraftaufwand, sondern Gewalteinwirkung gegeben. Oh. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Zufall sonst. Möglicherweise ist das eine sehr blöde Idee, aber ist irgendwo in den Wänden hier ein Loch, sodass er möglicherweise einen Metallgegenstand sehr stark beschleunigt hat, durch sich durch und das ist alles nur ein Unfall gewesen sein kann. Nach deiner Untersuchung des Raumes findest du leider kein Loch in der Wand, aber schöne Idee. Ja, ich glaube, wir müssen von Gewalteinwirkung ausgehen. nach einer Zeit seht ihr Tiffany, Tiffany Seaward, hochkommen, die in den Raub kommt und sich auch so ein bisschen nicht zuguckt. Ist dir was Genaues? Bisher nichts direkt, außer dass. Aber wenn Mann, vier Wachen hier sind, dann muss es ja ernst sein, oder? Nun, wir gehen von Gewaltanwendung aus. Ist das? Oh nein. Können wir Ihnen noch einige Fragen stellen, Miss Seaward?
Was soll ich darauf antworten? Ja. Die Wahrheit. Sie stehen sicher nicht unter Verdacht, keine Sorge. Wann ist Ihnen der Geruch aufgefallen? Zu welchem Zeitpunkt? Können Sie das sagen? Vorgestern Nacht. Vorgestern Nacht. Okay. Das ist ja schon eine Weile her. Am Morgen danach ist er nicht rausgekommen zum Frühstück. Er bleibt viel bei sich. Haben wir uns nichts dabei gedacht. Und ist ja auch, hat mir diese Tränke gezeigt und gegeben. Und, Er hat Ihnen von seiner Arbeit erzählt? Ja. Was denn für Tränke? Haben Sie ein paar Beispiele? Und sie holt was raus, so eine leere Flasche und ich mach das. Er macht, dass man glitzert. Ah, glitzert. Okay. Ganz toll. Und zeigt sich auf die Kristalle, ja. und hat auch einen gemacht, der für meine Rückenprobleme. Aber hat sonst mit niemandem geredet. Außer mit Ihnen? Und vor wenigen Stunden haben Sie die Tür geöffnet und dann sofort die Wache verständigt? Hat er die Tränke umsonst gemacht oder irgendwie als Teil der Zahlung für den Raum? Nein, er hat immer und er hatte unglaublich viel Trinkgeld. Für mich und für... Also gehen Sie davon aus, dass er durchaus wohlhabend war? Weiß nicht, er hatte Geld. Die Kleidung, die er trägt, hattest du gesagt, war ganz gut, ne? Was man sehen kann? Nachthemd. War ein Nachthemd. Ein Nachthemd, okay. Ja. Findet man irgendwie Kleidung in dem Raum? Ich würde mich da so ein bisschen dann auch... Mach einen Investigation-Check. Well. 16. Nach ein bisschen Graben in den Schubladen findest du tatsächlich ein relativ hochwertiges Outfit, das nicht nur tatsächlich aus hochwertigen Stoffen ist, sondern auch das Symbol der des Unseen Eye trägt, also der Magier-Gilde. Ist auf jeden Fall Magier-Kram. Lockwood, Sie waren doch irgendwie in Magier-Ausbildung oder sowas. Nein? Aber ich kann mir das mal angucken. Mir geht's darum, ob das hier irgendwie eine Uniform ist oder dergleichen, die man irgendwo hier wiederfinden kann. Okay, das weiß ich ja wahrscheinlich, oder? Ja, das solltest du wissen. Mach mir trotzdem einmal einen Arcana-Check. Ja. Wie viel du weißt. 19. Die Roben, bei denen es sich darum handelt, sind die Roben, die einem vollen Mitglied des Unseen Eyes normalerweise zugetragen werden. Das bedeutet, dass diese Person ein abgeschlossener Magier, also ein Magier mit einem abgeschlossenen Studium des Arkanen, was durchaus selten ist. Also, sofern ich das beurteilen kann, würde ich sagen, dass dieser Herr eine abgeschlossene Magier-Ausbildung hat. Er muss ein ziemlich guter Magier sein. Gut, also nicht irgendjemand Unbekanntes, höchstwahrscheinlich. Nun, also, ich kenne Leute, die auf mehreren Gebieten absolut brillant sind und trotzdem komplett unbekannt. Vielleicht ist es bei Magiern genauso und vielleicht ist es auch, also die von den Magiern, von denen ich bis jetzt gehört habe, ist es auch so, dass die eher
für sich bleiben. Ich denke, wir müssten dafür eher noch einmal jemand aus den arkanen Zirkeln befragen, ob sie vielleicht dieses Gesicht schon mal gesehen haben. Macht mir alle mal einen Perception-Check. Gesicht mitnehmen oder wie stellen Sie sich das vor? Gesicht mitnehmen, was? Stellen Sie sich vor, ein Gesicht mitzunehmen. Ich habe mir das nicht vorgestellt, deswegen habe ich gefragt. Nun, normalerweise rufen wir in solchen Fällen jemand, der gut zeichnen kann und der dieses Gesicht einmal abzeichnet, mit dessen Bild wir dann zu den betreffenden Personen gehen. Es schickt sich nicht, mit einem abgetrennten Kopf durch die Gegend zu gehen. So, dafür habe ich vollstes Verständnis. Was für ein Check war das? Perception. Sechs. Elf? Nief? 10. Judy? 12. Gag? 6. Stadtwache von Thalia, meine Damen und Herren. ihr seid sehr wrapped up in eure Diskussion und hört nicht, dass irgendwas passiert. Alles ist wie immer. Ist die Tiffany noch da? Ja. Miss Seward, hatte der Verstorbene irgendwann mal Besuch oder etwas Ähnliches? Und er ging auch nicht oft raus, haben Sie gesagt? Er hat seine Besorgungen gemacht und hat dann die ganze Nacht im Zimmer verbracht und den Tag meistens auch. Aber er war manchmal unterwegs. Hat er seine Träger mitgenommen? Okay. Vielen Dank für Ihre Information. Was ist das hier so für ein Etablissement? So halt, okay, Kneipe. Oder eher eine Abstiege? Also, es ist gerade auf der Grenze zu Spelunke. Es ist alt, okay. Es ist irgendwie ein bisschen rustikal, aber es ist noch nicht runtergekommen. Okay. Nun, wenn ich mir das hier so angucke, möchte nichts gegen ihr Etablissement sagen, aber jemand wie er hätte sich wahrscheinlich etwas Besseres leisten können. Also muss es irgendeinen Grund geben, warum er das nicht getan hat. Ich würde Ihnen, Miss Seawood, vorschlagen, dass Sie möglicherweise die Kneipe für heute einmal dicht machen, dass Sie sich entspannen, vielleicht einen kleinen Spaziergang durch einen Park nehmen. Vielleicht ein paar Freunde besuchen, einfach auf andere Gedanken kommen und währenddessen würden ich und meine Kollegen, meine hochgeschätzten Kollegen, uns im Rahmen unserer nicht gerade bescheidenen Möglichkeiten darum kümmern, Gerechtigkeit zu denjenigen zu bringen, die sowohl ihm als auch eurer Kneipe das hier angetan haben. Können die Kneipe nicht schließen? Aus finanziellen Gründen nicht, oder? Ja. Nun, ich denke, das ist schon okay, aber es kann natürlich niemand in dieses Zimmer. Macht noch mal alle bitte einen Perception-Check. Oh, damn. Wieder eine 12. Nief? Eine 4. Eine 4. 13. 20. Während ihr mit Tiffany redet, hörst du, Rex, ein Geräusch, das in dir unangenehme Gefühle auslöst. Du hörst das Geräusch von Knochen auf Fleisch. Haben Sie einen Hund? Eine Katze? Essen die oft irgendwie... Du hörst einen Schlag, ist, was ich sagen wollte. Oh, das habe ich... Danke. Ungefähr eine Richtung, oder? Von unten. Okay, dann... Schläger! Dann würde ich schnell
beginne nach unten zu gehen und so den und dem anderen kurz so teils bedeuten, teils sagen, ich glaube, ich habe was ungehört, bleiben Sie bitte hier, und sage ich zu der Besitzerin. Alles klar. Du gehst direkt runter? Ich würde erstmal, oben ist bestimmt ein Geländer oder so, oder? Ja. Dann würde ich von da aus erstmal kurz runter gucken, was ich sehe. Alles klar. Was du siehst, ist eine offenstehende Tür, an der zwei Menschen mit einem jeweils einen Zylinder auf stehen, angelehnt mit verschränkten Armen. Und du hörst wiederholte Schläge. Ich sehe nicht, dass sie auf irgendjemanden schlagen, ne? Ja. Dann würde ich mich, ich nehme an, der Rest ist grob hinter mir. Dann würde ich sie eben so ranwinken, aber so bedeuten, ein bisschen leise zu sein. Und einen Moment. Dann würde ich beginnen, langsam runterzugehen. Alles klar. Und dem was bedeutet mir, halt leise zu folgen. Ja. Bevor wir auswürfeln, ob ihr entdeckt werdet oder nicht, gehen wir in eine kleine 15-Minuten Pause. Ja, ja. Bis gleich. Bis dann. Bis gleich. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns in 15 Minuten. Wir sehen uns in 15 Minuten. Ich freue mich auf euch. Nein. Bis gleich. Geht aufs Klo. Trinkt was, holt euch Snacks. Thank you.
Willkommen zurück beim Lawful Bunch. Wir hatten eine schöne Pause. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Vielen Dank an Vorotex, der gerade mit Twitch Prime abonniert hat. Und ihr befindet euch immer noch im Dangling Oaf der Kneipe und seid auf dem Weg runter zu Leichen. Macht mir doch alle mal einen Stat. Ich weiß übrigens nicht, warum ich das. Das ist keine gute Idee. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich. Ich habe Chainmail, ne? Das ist das Advantage. Ja, oder? I regret everything! Ja. Bin ich der Einzige, der. Ach nee. Miss Softhands hat wahrscheinlich auch keine fette Rüstung an, oder? Also, ich habe extra ein Feature genommen, damit ich fettere Rüstung tragen kann, aber ich habe keine, die mir, hey, es ist was sie tun würde, weil sie will voll der Wache dienen und dazu ist die Rüstung auf jeden Fall, die Uniform, sehr ausschlaggebend. Aber ich glaube, die Breastplate gibt dir keinen Disadvantage. Nee. Alles klar. Deswegen habe ich eine 19. Was gebt ihr mir? Eine 19? Eine 15? Ja. 5. Und Neve? Und eine 8. Eine 8. Alles klar. Julie und Gag kommen relativ gut dabei weg, weil sie relativ weit hinten sind und sich noch so ein bisschen angleichen können. Du, Rex, hast vergessen, dass auf dem Weg hierhin die Treppen doch so ein bisschen gequietscht haben. Und, Neve, einerseits das und andererseits bist du halt auch aus Stein. Und das bringt Holz gerne mal zum Quietschen. Ihr tretet und es macht... Und die zwei Männer, die an der Tür standen, sind sofort mit Blick auf euch gerichtet. Wechsel einmal kurz die Szene. Danny, ganz kurz. Ja? Ich würde tatsächlich, während ich runtergehe, noch mal nach der Schachfigur gucken wollen. Ob die noch da ist. Die ist noch da, ja. Moment, okay. Moment. Ja, die ist noch da, Okay. Genau. Ihr seht das, was ihr auf Roll20 gerade seht. Ich wechsle auch mal die Szene im Streamlabs. So. Eine Kneipe, in der... sich zwei Männer, rotes Hemd und Zylinder an der Tür aufhalten mit verschränkten Armen. Ihr seid ungefähr hier, wo die Treppe ist. Schaut runter, die beiden haben direkt einen Blick auf Corporal Rex gesehen. Dann würde ich gerne warte, oh Gott, eine Sekunde. Die sind, warte, wir sind da oben und die sind, das sind die beiden hier, ne? Ja. Okay, und wir sind da oben. Dann würde ich erstmal einfach weiter die Treppe langsam runtergehen. Ich ziehe mich auch mal eben drauf. Sagen, oh, Verzeihung, kann man Ihnen helfen? Und einer von beiden guckt dich an und sagt, Oi! Jim! Und in dem Moment von hinter der Tür kommt ein Mann hoch und neigt sich so ein bisschen den Kopf zur Seite, wischt die Nase ab, macht seine Hände und ihr seht, an den Händen ist einfach noch so ein bisschen Blut über. Oh, da sind sie ja! Da sind sie ja! Und er nimmt von der Theke einen Zylinder und setzt ihn sich auf und geht, nähert sich dir langsam mit offenen Armen. Die Wache. Was macht ihr in unserer Kneipe?
Kenne ich die Uniform als irgendeine bekannte Uniform von irgendwelchen Diebesgilden oder so? Du kannst sie definitiv als die, also hauptsächlich der Zylinder, als die Uniform der Softspoken Bastards erkennen. Ich hab das gedacht, ja. Eure Kneipe, soweit mir das bewusst ist, gehört es nicht euch, sondern einer gewissen Mrs. Oder habt ihr sie abgekauft? Habe ich da was nicht mitbekommen? Die Mrs. weiß noch nicht Bescheid. Die Mrs. weiß noch nicht Bescheid. Und er geht zurück hinter die Kneipe und beugt sich so einmal runter. In den Tresen. Und ihr hört so ein bisschen auch das Ding. Er ist noch nicht wieder wach. Alles klar. Und geht wieder ran. Der Denkling auf ist seit Ewigkeiten im Besitz vom Butcher. Und zwei Vögelchen haben mir zugetragen, dass sich vier Wachmänner innerhalb dieser Kneipe befinden. Das ist was der Butcher nicht gerne sieht. Also hat er uns vorbeigeschickt. Und jetzt habe ich euch direkt vor der Linse. Ich würde gerne mich einmal zu meinen beiden Kolleginnen umdrehen und ihnen sagen, dass sollten wir da Mitglieder der Softspoken Bastards haben, wie wir am Butcher-Namen erkennen, dass wir einen davon auf jeden Fall festnehmen sollten und die anderen beiden im Idealfall vertreiben. Am besten natürlich alle drei festnehmen, aber diese taffe Leute. Sir, werden wir kämpfen müssen? Nicht unwahrscheinlich. Ich gehe so zwei Schritte weiter runter auf der Treppe, stelle mich hinter Rex und sag dann: Ich gehe auch nach vorne. Wachmänner? Wachmänner, ehrlich? Wow. Er ist ein bisschen mit dem Kopf und bei ihm ist das ganze Gender-Ding noch nicht so richtig drin. Einfach. Wachmänner, Wach. Erde, was auch immer! Nun, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war es Leuten der Stadtwache noch nicht verboten, in eine Kneipe zu gehen. Gut. Gut. Wir sind auch nicht für euch hier. Wir wollten nur eine Warnung an den Herrn Clobberhand geben. Wir würden uns jetzt wieder verpiesen. Nichts Schlimmes, kein Problem. Die Warnung ist ausgesprochen. Und wenn einer von Warnung Bescheid weiß, dann seid ihr das ja. So, und ihr wart also jetzt das erste Mal in den letzten paar Tagen hier? Was? Ey! Eric! Der einer von den Männern an der Tür. Was hat Butcher gesagt, wenn wir mit Wachen reden? Nicht antworten. Dankeschön! Noch was? Ja, das habt ihr schon verkackt. Ihr habt nämlich schon mehrere Male geantwortet. Und er hat, du siehst ihn denken, so. Was auch immer. Passt auf, mit wem ihr in der Altstadt rumhängt, okay? Wir gehen. Ihr geht nicht. Wir haben nämlich die Befürchtung, dass ihr möglicherweise in eine Sache verwickelt sein könntet. Also kann ich leider nicht erlauben, dass ihr diesen Schauplatz verlasst. Und, ich würde gerne mein Wissen auf mein Stadtwachen-Symbol pochen und ein Channel Divinity machen. Okay. Und sie einfach tatsächlich damit noch ein bisschen beleidigen, einfach ihnen noch ein paar Beleidigungen an den Kopf schmeißen. Benutze Channel Divinity Champion Challenge. Okay. Und das heißt?
alle. Nee. Was? Ich bin nur gespannt. Achso. warte, alle in 30 Fuß ist die Frage. Glaube ich alle. Nee, der eine. Nee, der da hinten leider nicht. Ich wollte an sich noch näher rangehen. Hättest du mir erlaubt, dass ich noch einen Schritt näher rangehe, bevor ich das mache, oder? Sure. Klar. Ja. Easy. Okay, dann, ich glaube, da ist noch einer draußen vor der Tür, den kriege ich wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Die machen alle einen Wisdom Save. Die machen alle einen Wisdom Save? Okay. Erstmal der am Tresen. Das ist eine 15. Saved. Dann der linke an der Tür ist eine 9 und der rechte an der Tür ist eine 16. Okay, nur der mit der 9 hat gefailed. Ja. Der kann sich nicht weiter als 30 Fuß von mir weg bewegen. Ja. Das ist ein Ding. Und wie möchtest du bitte dein Channel Divinity beschreiben? In diesem Fall ist es tatsächlich nicht so ein großartiges Ding, nur dass ich eben einmal auf das Symbol der Stadtwache poche und dabei meine Hand so ein bisschen blau-weißlich beginnt zu leuchten und meine Stimme ein bisschen eindringlicher wird und ich sie als dumme Vollidioten beschimpfe, die sowieso nicht merken würden, ob sie überhaupt in der richtigen Kneipe sind oder nicht. Alles klar. Wenn du nach vorne trittst, auf dein Stadtwachensymbol zeigst, dann etwas leuchtet, siehst du, wie zwei davon erstmal verwirrt sind und das dann ein bisschen abschütteln. Und du siehst einen, wie er erstmal überlegt und dann dein Symbol sieht und dann so ein bisschen in der Erstarrung verfällt und dich einfach mit großen Augen anguckt. es wäre jetzt in der Zeit, Initiative zu rollen. Ja. Das dachte ich mir. Das dachtest du. Beleidigen jetzt zum Job? Hey, sie nennen sich selber Bastards, okay? Sehr. Ich höre nichts gegen. I roll so high. Warum habe ich minus 0,91 auf Initiative statt minus 1? Ja, weil ich das bei Roll20 eingestellt habe. Das heißt, das ist ein Tiebreaker. Ah, okay. Dann habe ich eine 18,09. Warte, ich muss erstmal die Fiducia eintragen. Dann der hier. Add Turn. Ich mag es nicht, wenn der U sagt. Bei Route 20 ist eigentlich Musik, oder? Ja. Leises Hintergrund, ja. Ich genau. Nicht höre. Egal. Gut. Gag, was ist deine Initiative? 18,09. Alles klar. Julie. 21. 21. 22. Neve. 10. 10. Top of the round. Es ist jetzt Julies Zug. Judy sieht diese Magie, die ihr Vorgesetzter da anwendet gegen diese Leute. Und ich bewege mich hier so zwischen die Tische und zieh meinen Bogen und möchte quasi eine Action halten auf den ersten, der jemanden von uns angreift, den abzuschießen. Genau. Und würde einfach, ihre Hände zittern so ein bisschen. Sie ist super aufgeregt und hat so ein bisschen Angst und ist so, warte auf ihren Befehl, Sir. Alles klar. Ist notiert.
Es ist jetzt Gags Zug. Gag möchte sich erst einmal 25 Fuß an die Rand bewegen. Ja. Warte. Doppelte Distanz durch die Leute durch? Ja. Dann sind das 10, 15, dann wäre ich bei 25 da. Ja. So. Schaffe ich es bis dahin mit einer Dash-Aktion, richtig? Ja, das ist unter 50, das schaffst du. Okay. Dann würde ich dahin dashen mit einer... Ich nutze einen Moxie-Punkt, ja, um zu dashen. Und stelle mich vor diese Person. Ja. Und sage, im Namen der Wache würde ich sie bitten, sich nicht zu wehren. Und möchte ihn grappeln. Go for it. Mach ein... Athletic ist es Strength, ne? Für Grapple. Ja. Strength. Strength check. Ich habe eine 20. Eine 20. Das ist ein gelungener Grapple. Oh. Ihr seht, wie Judy oben auf der Treppe sich erstmal mit ihrem... das ist eine Armbrust, oder? Ich glaube Bogen. Oder ist Armbrust Standardausrüstung für... Standardausrüstung. Aber ich glaube, ja, du kannst auch stattdessen einen, ja, Bogen haben. Ja, ja, aber sie würde halt das nehmen, was die Wache... Armbrust. Vorschreibt. Ihr seht Judy oben auf der Treppe übers Geländer einmal kurz mit der Armbrust zielen, Richtung suchend auf Gag gucken, und indem sie mit ihrem Blick schon was sucht, ist Gag losgerannt. Schneller als man denkt, dass so ein kleiner Zwerg ist, rennt auf den zylindrierten Mann, der vor der Theke ist, zu, fragt um Erlaubnis und nimmt ihn dann in den Schwitzkasten. Es ist jetzt... Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr bemerkt, dass selbst für einen Zwerg gehe ich relativ tief in die Hocke, Rücken gerade, Hände so knapp vor den Körper und greife ihm einfach am Kragen. Ich versuche ihn so wenig wie möglich am Körper zu berühren. Alles klar. Das ist DSG in Action. Das heißt, es ist jetzt der Zug von dem Verbrecher hier, der das sieht und dir erstmal versucht, einen Schlag zu geben. Okay. Das ist eine 9 to hit. Eine, ich schlag mit dem Kopf gegen womit auch immer er versucht, mich gerade zu schlagen, halt einmal gegen den Unterarm oder so. Alles klar. Es ist eine unarmed attack von ihm. Er versucht, ja, dir, während er das ist, einfach mit dem Ellenbogen eine reinzuhauen. Du kannst es einfach problemlos abwehren, lässt es deflekten und es wirkt wie nichts gegen deine gestählten Zwergenmuskeln. Es ist jetzt Neves Zug. Ganz kurz, Danny? Ja. Entschuldigung. Ich hatte tatsächlich eine Elfeninitiative. Ich glaube, das hat nicht geklappt, weil das mit dem Token-Tracker irgendwie nicht funktioniert hat. Okay. Ja. Dann ist es jetzt Rogas Zug. Ja, sorry, meine Attack geht los, oder? Bitte? Wenn der. Ja, deine Attack. Jemand hat angegriffen, deine Attack geht los. Roll to hit. 21. 21 trifft. Roll Damage. Boah! 10. 10 Punkte Schaden. Und du schießt mit deinem Pfeil auf den Thug zu. Es trifft ihn direkt im Schulterblatt. Und er schreit vor Schmerzen. Geht so ein bisschen, also verliert so ein bisschen Kraft darin, sich gegen dich zu stemmen, Gag. Es ist jetzt Rogas Zug. Neve, du kommst danach. Ja. Okay. Dann würde ich mich tatsächlich richtig schön mittig bis hierhin bewegen. Ja. Davor caste ich einmal Shield of Faith auf mich. Ja. Nein, bessere Idee. Nein, bevor während ich dahin gehe, gucke ich mich noch einmal kurz zum Rest meiner Truppe an, die anscheinend gute Arbeit machen, und pauche noch mal auf meinen Stadtwachen sowohl und rufe ihn zu.
Gut so, Jungs, weitermachen, schön standhaft bleiben. Und Carsten Bless. Alles klar. Ja, jetzt müsst ihr euch alle treffen, oder? Nehme ich auch. Moment, an, ja. Das sind drei Kreaturen. Hast du nicht Shield of Fate? Nee, ich hab's doch nicht gemacht. Sehr gut. Nee, ich stehe nicht nah genug dran für Bless, glaube ich. Hast du 30 Fuß? Achso. Ja, ich stehe 35 Fuß. Naja, ich kann's ja casten, wenn ich halt irgendwo hier stehe oder so. Ja, sure. Sure. Ja. Sicher. Okay, das ist ja an sich meine Action. Das heißt, das wäre es erstmal. Hast du irgendwie ein Holy Symbol, an das du greifen kannst? Meine Idee war bisher, dass ich tatsächlich das Stadtwachensymbol als Holy Symbol verwende. Alles klar. Ihr seht, wie Rogar auch von der Treppe in Richtung der beiden Scharlatane rennt. Sein Stadtwachensymbol an der Rüstung angreift, dass auf einmal so ein helles Licht drankommt und ihr alle eine Wärme fühlt, als wäre es jetzt einfacher, Dinge zu tun, einfacher zu handeln, ihr könnt schneller denken. Es ist nun der Zug von Neve. Ich laufe hier rüber. Ja. Zu dem Herrn vor mir. Ziehe während im Laufen mein Schild. Und als ich mich vor ihn platziere, lasse ich meinen Fuß auf dem Boden niederfahren, wodurch hinter mir, hinter den beiden, hier eine Erschütterung im Boden ausgelöst wird. Und ich caste Earth Tremor. Okay. Ich hätte gerne einen Dex-Save von beiden. Ein Dex-Save von beiden. Linker Dude ist eine Natural 20. Ja. Rechter Dude ist eine 11. Saved nicht. Das saved nicht? Was passiert mit ihm? Er fällt zu Boden, wird prone genockt. Alles klar. Und er nimmt 4 Schaden. Er nimmt 4 Punkte Schaden und ist prone. Als er auf den Boden fällt. Wundervoll. Außerdem das Terrain im Eingang, wenn es aus Stein oder so besteht, also Loose Earth or Stone, ja. Dann wird es Difficult Terrain. Alles klar. Dann folgendes. Alle sind schon drin. Gag hat den ersten gegrabbelt, immer noch fest im Griff. Er hat einen Crossbow-Pfeil im Schulterblatt, wendet sich so ein bisschen in Schmerzen. Während Rogar dahin geht, beide einfach nur wütend anguckt, während die anderen sich gut fühlen. Von diesem Gefühl getrieben, rennt Neve runter, geht in den Eingangsbereich, der so ein bisschen ausgesteinert ist, haut ihren Fuß da rein, der gesamte Backstein vom Anfang der Straße bebt. Einer davon fällt um, der andere ist tatsächlich so von Angst vor Rogar erfüllt, dass er da einfach nur steht. Das beendet deinen Zug, Neve. Es ist jetzt der Zug von dem angsterfüllten Dude, der immer noch da steht und einfach nur Angst. Er steht da einfach nur und merkt, er ist in deep shit. Kann er versuchen, sich irgendwie aus deinem Compelled Duel rauszuholen? Er kann ganz normal Dinge machen. Er kann sich nur nicht weiter als 30 Fuß von mir entfernen. Alles klar. Dann bewegt er sich so weit wie möglich. Es gibt keinen weiteren Save dagegen. Rennt er einfach raus. Er rennt weg. Du kriegst eine Attack Opportunity, wenn du möchtest. Es hat noch keiner bisher mit einer Waffe zugeschlagen, ne? Also ist ein Crossbow. Nee, keiner von denen hat. Also einer hat mit einem Ellenbogen reingehauen. Wir haben mit dem Ellenbogen mich angegriffen und der eine hat noch blutige Fäuste. Okay, das war derselbe. Ich nehme die Opportunity Attack mit dem Zweiner, aber es ist mehr so ein Versuchen, ihn einfach so mit der stumpfen Klinge zum Stolpern zu bringen. Also ist es ein Schaff. Kann ich ja nicht als Opportunity Attack. Nee. Also. Sure, mach deine Attack. Ja, ist nur für den Flavor. Ja. Eine 12 trifft nicht. Das heißt, er rennt an dir vorbei. Du nimmst deinen Zweihänder und versuchst ihn damit ein Bein zu stellen. Er springt drüber und rennt einfach weiter und nach einem kurzen Moment, er kann sowieso nicht weit rennen, das ist alles difficult to run. Haha. Kommt bis hier.
Und danach geht er mit den Füßen über die Steine und bleibt dann einfach aus irgendeinem divinen Grund stehen. Es ist jetzt der Zug des anderen, der seine Chance sieht, auf dich zu rennt, Gag, und dir versucht, eine zu verpassen. Er muss erstmal aufstehen. Er muss erstmal aufstehen, aber dann er steht auf, ja, und rennt dann auf Gag zu. Das ist eine 23 to hit. Eine 23 trifft. Das ist theoretisch Sneak Attack von ihm. Das macht 7 Punkte Piercing Damage, als er einen Dolch versucht, in dich reinzurammen. Gag. Aus! Ah. Es ist jetzt okay. Julies Zug. Bonus Action. Bardic Inspiration. Sir, Sie machen gute Arbeit! Gag, bleiben Sie dran! Und vorsichtig würde ich würde ich halt auch aufschließen. Ja. Und ich muss nachladen, ne? Mein ja. Crossbow. Dann würde ich meine Action benutzen, um den nachzuladen. Alles klar. Das beendet deinen Zug, Judy. Gag, du kannst einen D6 Inspiration nehmen. Es ist jetzt dein Zug. Ich würde gerne denjenigen, den ich gegrappelt habe, ja, prone schubsen. Alles klar. Dann mach einen Strength Check. Athletics müsste das sein, oder? Ist es jetzt? Richtig. Ja. Da würfel ich den D6 und den D4. Ach nee, ist nur auf Skillchecks, ne? Ja, nee, den D4 ist auf Attacks leider, nicht auf Skillchecks. Okay. Das sind 7. Das sind 2. Alles klar. Das ist cocked. Das ist eine 15 von ihm. Das heißt, während du versuchst, ihn prone zu schubsen, bleibt er einfach standhaft und der Schmerz motiviert ihn. Er ist fast schon erstarrt. Das beendet deinen Zug, Gag? Fragezeichen? Nein, ich nutze meine Bonusaktion, um einen weiteren Moxie-Punkt auszugeben. Ja. Und ich brace up. Also ich habe ihn immer noch fest im Griff, ja, wisch mir einmal das Blut von der Dolchwunde weg und sag: Jetzt muss ich das wieder bügeln. Und leichte Zornesfalten kommen bei meinen sehr fein rasierten Augenbrauen. Alles klar. Und ich kriege... ich kriege 4 Temp-Hit-Points. 4 Temp-Hit-Points, alles klar. Es ist jetzt der Zug von dem, den du gegrappelt hast, der... shit! Und er zieht einen Dolch. Mhm. Und versucht, ihn nicht reinzurammen. Mhm. Das ist cocked. Das ist eine Natural 20. Ich würde... Was möchtest du? Kann ich Protection benutzen, auch wenn der nicht neben mir steht? Oder, weil da steht 5 Feet. Ja, das Ziel. Ja, Ziel, dann geht das. Genau. Okay, dann würde ich nämlich... das habe ich... Hat mich nämlich gerade verwirrt gehabt. Dann würde ich nämlich versuchen, mein Schild zwischen dein Dolch und Gag zu bewegen, nice, um ihm Disadvantage zu geben. Alles klar. Das ist dann ist das eine 14. Eine 14 trifft nicht. Eine 14 trifft nicht. Und du hast ihn gegrappelt, Gag, immer noch. Du, Neve, siehst, wie er einen Dolch zieht und versucht, das Gag direkt in den Bauch zu rammen, nimmst dein Schild und schmeißt es fast wie Captain America einfach dazwischen und der Dolch, kling, geht daran ab, während das Schild neben dir wieder auf den Boden fällt. Es ist jetzt Rogas Zug. Gut gemacht, Kotzuber. Gut. Nachdem ich das gerade gesehen habe, rufe ich dann direkt halt an alle anderen: Waffen, use lethal force. Und gehe dann. Das war der da gerade versucht hat, sie zu stemmen. Ja, das passt mir ganz gut.
ich putz an den ran, bleib ja in seiner Reichweite. Mhm. So, ich habe mich ja nicht gelöst. Dann kriegt der jetzt eine Greatsword Attack, nicht mit der stumpfen Seite. Alles klar, go for it. 9. 9 trifft nicht. Und wieder haust du daneben. Es ist jetzt Neves Zug. Während ich mein Schild wieder an mich nehme, ziehe ich mein Schwert. Mhm. So in dem Moment, als Rex das sagt, und hau einfach dem Typen, der direkt vor mir steht, mit dem Schwert in den Rücken. Alles klar, go for it. Das ist eine 18. 18 trifft. Roll Damage. Das heißt, er nimmt 7 Damage. 7 Punkte Damage und du holst mit deinem Schwert aus, haust ihn direkt mit der stumpfen Seite auf den Rücken und er schreit vor Schmerzen. Es ist jetzt der Zug von dem Dude, der da vorne steht. Er steht da einfach nur erstarrt. Ja. Hast du den D4 gewürfelt dafür? Bitte? Ob Neve den D4 dafür gewürfelt hat. Ah, stimmt. Nee, brauche ich aber nicht. Ist ja nur auf den Angriff, oder? Komm nicht auf die Entscheidung. Ah, ja. Ja. Sorry. Genau. Der rennt einfach noch die beiden, die er kann, und bleibt dann wieder stehen. Jetzt der andere, der gerade ein Schwert in den Rücken gekriegt hat, disengaged. Und kommt so weit, weil difficult terrain. Judy. Was willst du tun, Judy? Ich möchte gerne ja, der Corporal hat gesagt Lethal Force, also bewege ich mich mit meiner gespannten Armbrust so in irgendwie einen besseren Winkel. Hier vielleicht. Und schieß auf den, der versucht, also der jetzt in der Tür steht. Alles klar. Du hast Disadvantage, weil du durch Neve und Gag durchschießen müsstest. Sure. Also wenn ich... Du triffst keinen von beiden, ich gebe dir nur Disadvantage, weil... Ja. Ja, weil schwieriger. Okay. Das ist nicht gut. 8 insgesamt. 8. Pfumm! Und der Bolzen bleibt über der Tür stecken. Es ist jetzt Gags Zug. Ich möchte wie... Ach, du möchtest noch? Ja, wie sieht Gag... Ah, die andere Attacke hat ihn nicht getroffen. Top. Ja, sieht top aus, wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Nee. Dann würde ich einfach nochmal rufen... Grapple sieht fantastisch aus. Gute Knöchelhaltung, Captain. Captain? Corporal Gag. So als. Ich mag auch, also ich finde dieses Stottern von Rängen nicht ganz wissen, ist auch so ein bisschen Canon für sie. Ja, das ist einfach Julia. Zwei Wörter mit D an. Wie soll ich wissen, welches ist? Dann sehe ich ja jetzt, dass derjenige, der direkt vor mir steht, ist, den ich gerade halte, ja, dass der ja jetzt gerade umgeben ist von einem anderen Corporal und deswegen relativ sicher ist, dann würde ich den Grapple lösen an den anderen, der gerade versucht zu fliehen, rangehen und den versuchen zu packen. Dann wird er versuchen, dir eine Attack of Opportunity zu geben. Das ist okay. Das ist eine 21 to hit. Das trifft. Für 5 Punkte Piercing. Achso. Das, ja, 5 Punkte Piercing, okay. Kein Problem. Dann möchte ich an den hier rangehen und ihn greifen und ihm sagen, sie haben das Recht zu schweigen. Ja. Das ist eine 22. Das, kann er gar nicht schaffen. Okay, dann nutze ich meine Bonusaktion für ein Fisticuff. Da kann ich eine extra Attacke machen, eine unarmed Attacke, oder diese Attacke durch einen Shove ersetzen. Das heißt, ich versuche ihn jetzt auch noch zu Boden zu shoven. Go for it. Das ist eine 16.
Und von ihm ist es eine 5. Also schaffst du es, ihn zu Boden zu ringen? Dann mache ich einen Step hinter ihn, drück ihn über das Bein und halte ihm beide Hände sanft auf die Oberarme und sag: Ich möchte euch nicht wehtun, dennoch möchte ich, dass ihr euch ergebt. Und das beendet meinen Zug. Alles klar, wundervoll. Dann ist es jetzt der Zug des anderen Duzier, der immer noch Roger vor sich hat. Ihm sie gerade gemerkt hat, dass der Grapple gelöst hat, hat immer noch den Armbrustbolzen hier drin. Und nimmt seinen Dolch und sticht nach dir, Roger. Das ist eine 16 to hit. Meet it, beat it. Für 7 Punkte Piercing Damage. Ah, alles klar. Und er ist vollkommen verzweifelt, sticht nur noch so halb im Delirium auf irgendwas ein. Es ist jetzt Rogas Zug. Dann würfel ich erst einmal Concentration. Das war das Bless. Okay. Ja. Ich hau ihn einfach. Ich versuche nochmal, ihn einfach nur zu erwischen mit einem Gatsword-Hieb. Okay. Ich gehe jetzt übrigens immer davon aus, dass es Non-Lethal-Hits sind. So einfach als... Ja. Es läuft nicht. Das ist eine 7. Nope. I'm sorry. Neve. Ja. Was möchtest du tun? Oh je, bin ich dran? Ja. Ich hab nicht gehört, dass mein Name gesagt hat. Deswegen war ich so... Okay, alles klar. Ja, mit jetzt noch was? Nee, das ist dein Zug. Okay. Okay, ich habe eine Frage. Dann stell sie. Kann ich mich theoretisch über Gag und den Typen stellen? Wie? Weil die sich ja beide... Also, weil Gag ihn ja auf den Boden drückt. Mhm. Könnte ich theoretisch meine Beine über Gag nehmen, sodass ich quasi in dieser Vicinity stehen könnte. Die Frage ist nicht, ob ich es erlaube, sondern ob Gags es erlaubt. Dann ja. Okay. Dann würde ich mich nämlich dahin bewegen. Sure. Also hier irgendwie. Ja. Stell dich mal daneben, damit man den Token auch noch sehen kann. Ja, Moment. So. Ja, genau. Und ich nehme so, stell mich über Gag, sage, sie machen das sehr, sehr gut. Und in dem Moment hole ich so mit meinem Schwert auf, an dem ein, wie so ein kleiner Clip, an dem ein Edelstein eingelassen ist, ja. Sich befindet, der anfängt zu leuchten. Und eine... wie eine Peitsche aus Blitzen sich daraus hervorbricht und diesen, den wegrennenden Herren ja. Umschlingt. Und von dem hätte ich gerne einen Strength Save. Was für ein Spell ist das? Lightning Lure. Alles klar. Strength Save ist eine 14. Dann hat er das geschafft. Okay, alles klar. Er kann, Ich gebe ihm an der Stelle einfach Disadvantage, weil er immer noch von dem Compelled Duel da ist und einfach wie erstarrt steht. Dann würdest du es schaffen. Das ist jetzt dir kein Bone Throw, das ist einfach... Aber wenn er da sowieso nur rumsteht, dann ist es relativ einfach, ihn zu treffen. Heißt, er wird 10 Feet in einer geraden Richtung zu mir gezogen. Von... Yes. Dann steht und jetzt hier. Müsstest du mir sagen, ob er dann in 5 Feet auf mir steht oder nicht. Sure, ja. Weil es ist da alles so ein Haufen. Es ist, ja. Das heißt, er nimmt noch 4 Lightning Damage davon. Ja, ich muss gerade mal den Chat thematisieren, einfach um zu sagen, dass wir Polizeigewalt in keinem einzigen Dings hier unterstützen, sondern einfach D&D spielen. Wir sind nicht die Polizei. Wir sind eine fiktive Stadtwache, die nicht mal Leute verletzen will. Das ist mir unglaublich wichtig, das zu sagen. Gut.
dann hast du ihn damit gefesselt? Nee, er wird nur zu mir gezogen. Alles klar, er wird zu dir gezogen. Ja. In dem Fall ist es jetzt der Zug von dem hier. Und ich würde sagen, der versucht outzulashen und versucht dich zu schlagen, Neve. Das ist eine 21 to hit. Das trifft. Für 3 Punkte Piercing Damage. Mhm. Und der andere, der auf dem Boden geringt immer noch steht, versucht dich zu schlagen, Gag. Für eine 16. Ja. Das würde ich gerne unterbinden. Mit Disadvantage, weil er prone ist. Ah, stimmt. Vielleicht dann trifft er sowieso nicht. Dann ist das eine 8. Ich versuche immer weiter die Hand auf den Boden zu drücken, in der er seine Waffe hält und rede beruhigend auf ihn ein. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir an diesem Punkt aus der Initiative. Weil ihr relativ klar alle kontrolliert habt. Einer hat einen Crossbow-Bolt in der Schulter und ist immer nur noch am Stumblen. Und zwei, einer ist nur noch da vorne und einer ist gefesselt. Die stehen da, euch ausgeliefert. Was wollt ihr tun? Die auf jeden Fall reinholen, oder? Wieder ja. In die Hand. Und Handschellen haben wir parat. Standardausrüstung nehme ich an, oder? Ja. Nicht? Den Typen, den ich bei mir habe, nehme ich an, nachdem ich noch einmal angebellt hat, inzwischen auch die Waffe fallen gelassen. Und dann würde ich auch mein Schwert wegstecken und ihm Handschellen anlegen. Ja. Ihr fesselt die alle. Ihr seht einen, ich überspringe es jetzt einfach mal, ja. Sagen, dass ihr alle fesselt. Nehmt sie in Gewahrsam. Einer davon ist vollkommen voller Angst vor Roga. Das heißt, voller Angst ist einfach erstarrt. Der mit dem Crossbow-Bolt im Gesicht sieht Gag. Scheiße! Ich würde gerne zu demjenigen hingehen mit dem Crossbow-Bolt. Das war der, der gerade noch vor Rex steht in der Dingens, richtig? Auf der Map? Also ja. Der mit dem blutigen Fäusten. Ja, genau. Sir, mein Name ist Gag Rockrip. Ich bin eigentlich hier, um dem Volk und damit auch euch zu dienen. Dementsprechend würde ich gerne eine Erklärung haben, warum sie dem Mann hinter dem Tresen Gewalt angetan haben und ob es dafür eine reasonable Erklärung gibt. Ich rede nicht mit Koppern! Nun, sie haben das Recht zu schweigen. Ich dachte nur, möglicherweise haben sie eine Idee, uns bei unseren Ermittlungen zu helfen. Gibt es vielleicht auch einen Grund für das ganze Rumsteppen? Fragst du das ihn? Ja. Ihr habt uns angegriffen. Wir haben euch befohlen, stehen zu bleiben und nicht den Talot eines Verbrechens zu verlassen. Und lass mir nichts von Koppern sagen! Gut. Musst du auch nicht unbedingt. Alles, was du wissen musst, ist, dass körperliche Verletzung eines Koppers oder generell irgendeiner Person eine Straftat ist. Ich zeig noch einmal auf den Zwerg hinterm Tresen. Koppel, sie haben das hier im Griff, ne? Gut. Dann würde ich zu dem Zwerg hinterm Tresen gehen und wenn er noch nicht wach ist, ihm so zwei Hände auf die Brust legen, die dann mit so gelblich-weißer Energie schimmern und ich würde ihm Neon Hands geben für 4 Punkte Heilung. Alles klar.
Und du gibst ihm das Lay on Hands und du siehst, wie einzelne blaue Flecken, die beim aufgetaucht sind, so langsam wieder mit Haut, also mit heiler Haut ersetzt werden. Und er... Langsam. Alles gut. Alles gut, Stadtwache. Wir haben uns drum gekümmert. Ist alles in Ordnung. Ganz langsam. Ihr macht uns jetzt dicht, oder? Gibt keinen Grund dafür, erstmal. Beruhigen Sie sich erstmal. Komm, ich helfe Ihnen mal auf. Und er kommt mal ein Glas Wasser. Von dir gestützt hoch, nimmt dein Glas Wasser an. So. Ich nehme an, die... Wie hieß die Wirtin nochmal? Tiffany, soweit ich mich erinnere. Tiffany, ja, genau. Kurz in die Notizen gucken. Ja, Tiffany. Tiffany's. Dann würde ich nach oben rufen. Miss Tiffany, Sie können jetzt runterkommen. Wir haben alles unter Kontrolle. Sie kommt runter und sie ist total aufgebracht. Und das Erste, was sie tut, ist dir in die Arme laufen. Tatsächlich, also nicht in die Arme, sondern sehr nah an dich ranlaufen und sagen, es tut mir leid, vielen Dank. Oh mein Gott, nein. Das ist alles meine Schuld. Beruhigen Sie sich. Das kriegen wir schon alles hin. Wieso genau sollte das jetzt Ihre Schuld sein? Ich hab nicht vorher Bescheid gesagt, dass wir Wachen reinholen. Und natürlich reagiert der Butcher dann unangenehm. Und ich... Ja, und... Aha. Das hätte ich nicht sagen sollen. Nun, also haben die vorhin die Wahrheit geredet und sie nehmen käuflichen Schutz entgegen von den Softbogen Bastards. Ich weiß. Immer eine andere Wahl. Ja, ich habe die Wahl dazwischen, entweder Schutzgeld, also das Schutzgeld zu zahlen oder es passiert das, was jetzt passiert ist. Ja, aber es ist ja auch so passiert, oder? Da hätten sie es ja. Ich misch mich da nicht weiter an. Gerne an Gag rantreten und so ein bisschen hinter meinen Notizen zu ihm sagen, Copra, wie verfahren wir weiter mit den drei Festgenommenen? Weil ich weiß jetzt nicht, worunter das fällt, ob das irgendwie Gewalt gegen uns, Gewalt gegen den Barbesitzer oder einfach Verlassen eines Tatortes oder ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier mehr Ärger angerichtet haben als Gutes getan. Diese Frau ist vollkommen aufgelöst. Nun, Constable, zuerst einmal der vorliegende Tatbestand ist Körperverletzung oder im Falle der beiden an der Tür Beihilfe zu Körperverletzung. Dafür werden wir sie auf jeden Fall dran kriegen. Ich würde allerdings ihren Widerstand gegen die Staatsgewalt erst einmal als Notwehr werden. Aber das ist nicht an mir, das liegt immer noch bei den Richtern. Wir sind die Ausführenden, wir werden einen korrekten Bericht schreiben und wir werden danach diese Leute der örtlichen Justiz übergeben. In der Hoffnung, dass sie genauso wohlwissend ihren Job macht wie wir. Übrigens sehr gut gemacht. Danke, Sir. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie ich geschossen habe mit der Armbrust. Das erste Mal, das zweite Mal war nicht ganz so erfolgreich, aber ich arbeite weiter an meinen Zielen. Der erste Schuss war absolut fantastisch. Er hat keinerlei lebensnotwendige Organe verletzt. Er war ein Schuss wie aus dem Lehrbuch. Ich hatte schon sehr viel bedeutend schlechtere Konstables an meiner Seite. Sir, ich danke Ihnen, Sir. Oh, Sie haben da eine Beule in Ihrer Rüstung und ich möchte so... Ich trage nur ein Lederwams. So. Oh, okay. Sie haben da einen Kratzer auf Ihrem Lederwams. Und ich möchte so ein bisschen... Und dabei... Dein Mikrofon klingt ganz merkwürdig gerade. Meins? Ja, okay. Und da ist ein Zittern drin. Ah. So ein Schnurren wie eine Katze. Ja. Arr. Ja, ist sonst disconnected. Jetzt ist besser. Ist weg. Ja. Okay.
Ja, sie haben da einen Riss in ihrem Lederwams. Darf ich kurz? Und an der Stelle, wo du getroffen wurdest, würde ich einfach so ein bisschen so tun, als ob ich da was machen könnte. Mhm. Und dann, ja, währenddessen Healing Word auf dich casten. Ja. Auf First Level. Das sind... Tausche vier. Währenddessen so einen Blick mit Rex aus. So. Vier? Ist... Vier, ja. Ist Schutzgelderpressung nicht auch illegal? Ja. Natürlich. Ich möchte nur zuerst einmal die wichtigsten Verbrechen, und das ist eindeutig ein Verbrechen, beziehungsweise eine tätliche Körperverletzung. Und da wir zum Schutz der Bürger da sind. Alles klar. Zuerst einmal die körperliche Unversehrtheit hervorheben. Nun. Ich denke, wir brauchen hier ein paar Statements auf der Wache. Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, sie werden fürs Erste den Laden dicht machen müssen. Zumindest für heute. Bis wir Statements von ihnen und den anderen Jungs hier entgegengenommen haben und uns einen Überblick über das Ganze verschafft haben. Corporal Rex, ich habe eine Frage. Sie müssen nicht fragen, das ist eine Frage, ist einfach. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieser Frau mehr Ärger bereiten, als wir sollten. Ich weiß nicht, ob sie, wenn wir diese Herren hier noch weiter da behalten, wir der armen Wirtin nicht weitere Handlanger des Butcher aufhalsen. Wir sollten das klären, wozu wir hergekommen sind, nämlich den Leichnam da oben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Herren hier was damit zu tun haben. Mit Verlaub, Sir. Richtig, richtig. Entschuldigung, aber diese Schutzgelderpressung ist meiner Meinung nach ein ziemlich schwerer Delikt, dem wir nachgehen sollten, um der Dame hier zu helfen. Sehen Sie das nicht so? Doch. Ist nur nicht so außergewöhnlich wie die Leiche oben. Naja. Nun, ich fürchte, wir brauchen die beiden auf jeden Fall für ein paar Aussagen. Und sie sind am sichersten, wenn wir sie auf die Wache mitnehmen. Gott. Corporal, haben Sie eine Meinung dazu? Miss Tiffany? Ich würde mich dafür bereit erklären, während wir ihre Aussagen aufnehmen, diesen Laden zu bewachen und auf ihr Eigentum Acht zu geben. Wie Sie gesehen haben, liegt mir ihr Wohlergehen sowie das Wohlergehen dieses Ladens sehr am Herzen. Deswegen würde ich sagen, dass wir zuerst einmal Bescheid sagen, dass wir die Leiche oben gefunden haben, die drei armen Teufel hier zur Wache bringen, in der Hoffnung, dass wir da eine bessere Situation für sie ermöglichen können. Und zu guter Letzt, dass wir danach der Schutzgelderpressung nachgehen können. Im Idealfall ließ es sich sogar irgendwie verbinden, dass wir einen kleinen Trupp auf die Schutzgelderpressung ansetzen und dass wir uns dem Mord weiter widmen. Wobei ich persönlich sagen muss, dass die Morduntersuchung nicht so meins ist. Ich würde lieber auf meine Nachbarschaft ein wenig Acht geben. Wäre das angemessen für Sie?
Miss Tiffany? Was? Oh, was haben Sie gesagt? Ich würde auf diesen Laden für den restlichen Tag aufpassen, an Ihrer Stadt. Aber Butcher wird die drei vermissen. Nun, sollte er weitere Leute schicken, welche sich einer Straftat schuldig machen, dann wird er weitere Leute vermissen. Ich meine, wenn Sie das könnten, wäre das wunderbar. Wir schicken nochmal ein paar Leute da vorbei. Ist mein Angebot. Ich habe es ausgesprochen. Dementsprechend werde ich dem nachkommen. Bedienen Sie sich gerne am Braten. Der wird heute eh nicht. Vielen Dank. Ich habe eine sehr eigene Diät. Trotzdem vielen Dank. Okay. Und habt ihr noch irgendwas zu sagen? Habt ihr noch irgendwas zu tun in dieser Kette? Möchtet ihr noch irgendwas untersuchen? Ich würde gerne die Schachfigur einsammeln. Alles klar, das ist kein Problem. Dann schreibt ihr gerne die Schachfigur auf. Ein weißer Bauer, war das korrekt? Ja, genau. Ich würde ganz gerne nochmal in das Zimmer gehen. Ja. Wo wir die Leiche gefunden haben. Und würde zunächst gerne einmal Detect Magic casten. Du würdest gerne Detect Magic casten, alles klar. Ja. Nachdem du Detect Magic castest, ich nehme an, die anderen warten, siehst du tatsächlich, sowohl einige der Fiolen sind magisch und es ist so eine kleine Schicht an übergebliebenen magischen Sachen in der Wunde. Okay. Ich lasse es jetzt mal mit der Schule weg, weil Roger würde damit sowieso nichts anfangen können. Okay, ich kann es mir auch ungefähr denken. Okay, die paar magischen Sachen, alles gut. Die einfach nur so leicht magische Sachen, irgendwie so ein bisschen Tinkturen oder irgendwie so etwas wahrscheinlich, die da noch rumliegen. Genau. Ne? Ganz, ganz normaler Kram. Gut. Okay. Ja. Dann würde ich an sich mir einfach nur noch mal das Zimmer so ein bisschen angucken wollen und gerade in Verbindung mit den Tinkturen, die ich jetzt gerade so gesehen habe, um zu gucken, ob ich so grob erkennen kann, was er gemacht hat, bevor er gestorben ist. So, was war so das Letzte, was er in diesem Zimmer gemacht hat? Genau, dazu, ich würde eigentlich auch, also ich würde wahrscheinlich den Bauern einsammeln, während ich mit Rex nach oben gehe, weil ich mir gerne die Tinkturen auch, also beziehungsweise die Dinge, die er hergestellt hat, angucken würde, um nachzuvollziehen, was genau das ist. Also welchen Zweck die erfüllen. Hat irgendjemand von euch Proficiency in Alchemy? Nein. Ich denke nicht. Alles klar. Roger, dann mach du mal bitte einen Intelligence-Check. Und du kannst Arcana machen. Ja. Oh. Das war ein Safe, ist egal. So. Und ich würde dir natürlich auch, wenn du reinkommst, schon direkt so sagen, Wunde wurde auf jeden Fall irgendwie durch was Magisches verursacht. So, ich habe eine 9. Ich habe eine 14. Mit einer 9? Keine Ahnung, mit einer 14. Du versuchst herauszufinden, wofür das ungefähr gut ist, was das ungefähr der ungefähre Sinn der Sache war, richtig? Es ist relativ standardisierte Alchemie. Also mit dem Zeug hast du vielleicht deine Mutter schon mal an Heiltränken oder leicht glänzenden Dingen arbeiten sehen. Es ist nichts Großes, aber es ist auch unnötig viel für ein Travel-Set. Tja. Es scheint mir so, als hätte er hier wirklich nichts von großer Bedeutung hergestellt. Ich dachte, möglicherweise wäre er von irgendjemandem angestellt worden, der ihn jetzt loswerden will. Das war so mein erster Gedanke. Aber das hier alles sieht mir ziemlich profan aus. Nun ja,
Du sagtest ja, dass er zumindest eine abgeschlossene Ausbildung hatte, oder? Mhm. Dann ist das hier nicht alles ein bisschen so unter eigentlich zu seinem Können? Naja, es ist Glitzersachen, keine Ahnung. An sich, ich denke schon. Julia, deine Kamera ist stehen geblieben. Connecte einmal ganz kurz. Fahren Sie fort. Nun, gibt es einige Ideen natürlich, woran das liegen könnte. Vielleicht hat er solche Spuren einfach beseitigt oder hat das woanders gemacht. Wer weiß. Also das Einzige, was mir auffällt, ist, dass er mehr dabei hat, als man das eigentlich für ein normales Reiseset erwarten würde. Ich habe so ein bisschen, nur ein bisschen vielleicht das Gefühl, dass der Mann vielleicht was mit den Softspoken Bastards zu tun hat. Ja. Ich meine, jemand wie er in einer Kneipe, Lisa, die den Bastards gehört. Verbindung könnte da sein, vor allen Dingen, da sie zufällig kurz nach seinem Tod direkt hier auftauchen, sobald sie mitkriegen, dass Stadtwache hier ist. Mhm. Könnte sein. Liegt nah. Naja. Gut, kümmern wir uns erstmal um die beiden unten. Ja. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr drei Gefangenen in aller Ruhe, beziehungsweise in so viel Ruhe, wie das geben kann, zurück zur Stadtwache bringt. Sie sind so weit, also wehren sich so weit nicht, weil sie den Kampf verloren haben. Die Straßen werden auf der Straße langsam wieder trocken. Ihr geht über den Hangman's Path, der inzwischen wieder voller wird und die übliche Fülle passiert, die nach dem Mittagessen passiert. Und auf dem Weg zur Stadtwache kommen wir noch einmal kurz an. 15 Minuten Pause. Ich werde nicht mitkommen. Ich habe geschworen, dass ich auf die Taverne aufpasse. Genau, du hast geschworen, dass du auf die Taverne aufpasst. Du bleibst auf der Taverne, der Rest geht Richtung Wache. Wir machen 15 Minuten Pause, weil ich richtig doll. Okay. Bis gleich. Ja, bis gleich. Thank you.
herzlich willkommen zurück to the Lawful Bunch. Ich hoffe, ich hatte hier eine gute Pause. Wir hatten eine gute Pause, wir haben viel geredet und befinden uns immer noch im Spiel D&D. Die Stadt hat soeben eine Leiche aufgefunden, bei der es sich vielleicht um einen Mord handelt, und eine Truppe der Diebesgilde Softspoken Bastards festgenommen und sie zur Wache gebracht. Wachen, Neve Lockwood und Rogar Fingorn Rux haben die Gefangenen gerade abgegeben, befinden sich jetzt außerhalb der Wache, in der Nähe der Wache. Und Judy auch, ne? Judy ist auch mitgekommen, oder ist Judy bei Gag? Ja, zur Wache. Nee, genau. Zur Wache. Befinden sich jetzt außerhalb der Wache, um darüber zu reden, was los ist. Und Gag befindet sich immer noch vor dem Oaf der Taverne. Dementsprechend, Neve, Rex und Judy. Ich hätte vorher mit Gag abklären müssen, dass ich da mitgehe. Aber. Oh, es wäre fantastisch, wenn ihr mit Rex mitgeht. Von ihm kann man viel lernen. Sir, vielen Dank. Okay, das war's. Dann würde ich hier zu Rex, absolut. Corporal Rex, zur Stelle. Rex passt schon. Oder Rogar, ist mir vollkommen wurscht. Frog? Rex? Judy, richtig? Judy Softhands, ja. Noch auch relativ neu hier, richtig? Ich habe bisher in der Verwaltung gearbeitet, Sir. Dies ist mein erster Einsatz. Ich hoffe, ich kann mich beweisen und als Corporal Gags Partnerin weiter auf den Straßen unsere Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Verwaltung. Gibt es einen Grund, warum Sie gewechselt haben auf Feldarbeit? Sir, ich wollte immer in die Feldarbeit, Sir. Ich glaube, dort viel Gutes tun zu können. Ich kann gut mit Leuten. Sehr schön. Gefällt mir. So weiter wie Sie mit Ihrer Einstellung brauchen wir. Vielen Dank, Sir. Danny? Ja? Wir haben mal bei der Wache nicht irgendwie eine Homicide-Abteilung, ne? Nein. Das ist wesentlich unorganisierter. Ja, okay. Aber es ist keine Polizei, es ist eine Stadtwache. ich gucke zu viel Polizeiserien zu. Alles gut. aber wäre so etwas, wofür wir Hayes kontaktieren? Das musst du entscheiden. Okay. Great. okay. Ja, ich denke schon. Und ich denke, wir sollten erstmal Sergeant Hayes Bericht erstatten. Das ist schon durchaus ein möglichst sehr ernster Fall, falls die Bastards auch wirklich da noch mit drin stecken. Wir sind schon bei der Wache jetzt, oder? Ja, ihr drei befindet euch bei der Wache. Heck ist immer noch woanders. Hashtag never split the party. Hey! Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zusammen mit den drei sind es von den Bastards. Einer ist weggekommen, oder? Nee, alle drei sind gefangen und ihr habt sie auch schon abgegeben. War. Okay, ich dachte irgendwie, es wären vier. Nein, super. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mit denen rein und weiß nicht, haben wir einen Empfang? Ja, ja. Ich habe jetzt extra nach der Pause eingestiegen, in dem Sinne, dass ihr sie schon abgegeben habt, damit wir halt nicht dieses ganze Büro-Ding spielen müssen. Ja, okay. Dann würden wir nämlich an kurz Hayes aufsuchen. Alles klar. Ihr würdet die Wache, ein dreistöckiges Gebäude, hochgehen und an der Spitze das Büro von Captain Hayes vorfinden mit zur geschlossener Tür. Dann glaube ich an. Ja.
würde die Tür aufmachen und ihr reingehen. Seht einen Case mit einem Schreibtisch voller Stapel, voller Papier, mit, um die sich scheinbar nicht gekümmert wurde, wie er einige so Papierkügelchen macht und mit einem kleinen Strohhalm in Richtung Mülleimer spuckt. Scheiße, ist das denn alles? Lesbien. Gab einen Überfall in der Fleet Street. Ich will's gar nicht hören. Ich will's nicht hören. Ja. Danke. Aber gut, dass du dich drum kümmerst. In der Zwischenzeit stehe ich einfach nur so da und salutiere. Das mit dem Salutieren. Constable Lockwood. 11, aber nicht 11, richtig? Ja. Ja, kommen Sie rein. Ich habe gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Und er schielt so auf den Stapel. Was kann man für Sie tun? Wir, Truppe von 4 Leuten. Constable Lockwood, Constable Softhands und Corporal Rockrip sind aufmerksam gemacht worden auf einen Zwischenfall in, wie heißt die Taverne? The Dangling Oath. Danke. Im Dangling Oath. Dort angekommen, haben wir eine Leiche vorgefunden in einem der Zimmer. Softhands, Sie können das gerne beschreiben. Sie waren zuerst an der Szene. Julio, Tiefluft. ja, und ich würde ihm die Wirtin Tiffany Seward, schätze Mitte 20, Sir, und auch viel zu viel Informationen, ja, die ja, ja, keinen Sinn machen, so. Und halt Loch im Tor, so vermutlich Alchemist, Name unbekannt, Uniform des Unseen Eye, Tatzeit vermutlich vorgestern Nacht, Oh, das tut mir leid, dass Sie das als ersten Außeneinsatz sehen mussten. Aber irgendwelche Vorschläge, Corporal? Hast du es mit dem Bastards auch erzählt? Ja, ne? Oder noch nicht? Ich habe davon abgesehen, dass sie einfach alles zusammengefasst hat. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Nun, immerhin sind es noch nicht die Thespians. Wir haben die drei natürlich in Gewahrsam genommen. Das ist schwierig. Was können nicht für die Sicherheit garantieren von der Dame. Aber wir müssen... Wo ist Rockrip? Er ist da geblieben und passt sowohl auf die Leiche auf, als auch auf den Laden. Schickt sofort einen Constable dahin. Ja, war mein Plan. Wenn der Butcher davon erfährt, dass dann allein ein Wachmann alleine sofort! Small Hands, los! Jesus, ihr könnt doch eine Wache nicht einfach alleine... Er hat darauf bestanden. Oh, Crip. Unser Plan war, sofort Verstärkung danach hinzuschicken, sobald wir hier sind. Wie gehen wir weiter vor? Nun, ich habe festgestellt, dass die Wunde definitiv magischer Natur ist. Irgendeiner Art. Kann natürlich auf vieles schließen. Ich persönlich habe irgendwie so ein bisschen Hunch, dass da eine Verbindung zu den Bastards besteht, weil warum sollte ein er hatte immer eine volle Ausbildung, warum sollte ein Magier, der gut Geld verdienen kann und es auch offensichtlich tut, in so einer Taverne bleiben, wenn er nicht irgendwas zu verstecken hat? Wenn er eine volle Ausbildung hat, Corporal, dann weiß das Unseen Eye auf jeden Fall, wer er ist. Wir sollten nämlich an dahin gehen und sie fragen, ob sie zufällig jemanden vermissen oder ob sie ihn identifizieren können. Sie sind die letzten Monate ganz schön hinter ihrem Schreibtisch verfault, nicht wahr, Corporal? Irgendjemand muss die Papierarbeit ja machen. Das heißt, so wie ich das sehe, haben wir jetzt 2 Möglichkeiten, das zu handeln. Nummer 1. Ich kümmere mich drum. Sie setzen sich hinter diesen Tisch und sie kümmern sich um die Thespians. Nummer 2, ich schicke sie dahin. Sie sind immerhin einer meiner besten Männer.
Wachen. Was auch immer. Nun, ich denke, da muss ich eine Weile drüber nachdenken. Vielleicht mache ich das am besten auf dem Weg zu Magier. Was auch immer. Perfekt. Kann ich die beiden mitnehmen? Bitte? Kann ich die beiden mitnehmen und Rockrip? Sicher. Lockwood. Sie haben doch und familiärer Geschichte einiges mit dem Anziehenei zu tun, nicht wahr? Ich persönlich nicht, nein. Aber ich kenne Leute. Ich habe neulich erst bei ihrer Mutter eingekauft. Wow. Das ist sehr schön. Ich hoffe, sie war nett. Ach. Anders nicht. Jedenfalls. Wenn sie durch ihre Familie irgendwas herauskriegen könnten, wäre das auch. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, da vorzugehen. Ja, natürlich, wenn es der Stadt hilft, dann ja. Auf jeden Fall. Kümmern Sie sich drum. Und er wirkt einfach auch so ein bisschen geistig abwesend. Vielleicht ist es Schock. Vielleicht ist es, sind es einfach die vielen Papiere, die auf seinem Tisch liegen, aber irgendwas beschäftigt ihn. Und er dismisst euch scheinbar mit dem Auftrag, kümmern Sie sich drum. Ich würde auf dem Weg nach draußen, so praktisch eine Tür in der Hand, mich noch einmal kurz umdrehen und fragen. Alles in Ordnung? Schweres Ding? Toter Magier? 3 Wochen vor der Sommersonnenwende? Ach, scheiße. Mir stößt einfach irgendwas auf. Gucken Sie da rein. Ja. Wir werden uns die beste Mühe geben. Vielen Dank, Constable. Und es war auch noch ein Tag vor der Pensionierung. Moment, vor Rex Pensionierung? Gag. Ja. Während die drei sich unterhalten mit dem Captain, gehst du vor dieser Kneipe und du wartest ein bisschen. Beschreib gerne, wie du wartest. Beschreib gerne, wie du mit dem Umfeld umgehst. Dich grüßen immer wieder Leute. Es ist immerhin dein Viertel. Ich stehe vor der Tavernentür. Ich habe im Inneren irgendwie Stoff, Lederriemen oder sonst irgendwas organisiert, um das so über die Tür rüber zu machen, um anzuzeigen, dass heute hier geschlossen ist. Stehe vor der Tür, Hände hinterm Rücken und wink höchstens und wippe immer wieder auf meinen Füßen so auf den Vorderfuß und wieder zurück. Wann immer irgendjemand fragt, warum ich hier stehen sollte, werde ich ihm erklären, dass hier eine Straftat stattgefunden hat und dass ich es für besser für das Viertel hielt, dass diese Taverne vorerst geschützt wird. Ja. Vergeht einige Zeit, bis ein Halbling hier vorbeikommt. Relativ große rote Nase, Sommersprossen und ist heute zu? Ja, Sir. Gag! Ja. Und du erkennst den Mann als Peter Meadow, einen Halbling, der hier im Viertel arbeitet und wohnt, der dich auch regelmäßig grüßt. Was machst du hier? Wegen der toten Hunde? Welche toten Hunde? Die
Die Hundeskelette, Dings, hier. Klobberarm hatte neulich davon geredet. In der Gegend hier um die Altstadt wurden in den letzten 2 Wochen einfach super viele merkwürdige tote Hunde gefunden. Ich bin in einer anderen Sache hier. Es gab ein Verbrechen im Dengling auf, hier hinter mir, und für die Tavernenbesitzerin war es von großer Wichtigkeit. Genauso wie für viele Leute, die hier wahrscheinlich gerne ihr Frühstück einnehmen, dass die Taverne für den heutigen Tag einmal unter dem sicheren Schutz der Wache ist. Das heißt, kein Feierabendbier. Pass auf. Du kannst dich hier hinstellen. Ich zapf dir eins, aber du müsstest es mit nach Hause nehmen. Bring morgen den Humpen wieder zurück. Okay. Okay. Dann würde ich reingehen, ein Bier für ihn zapfen, rausgucken und dann mit so einem Abstreicher das Bier direkt bis zum Eichstrich. In diesem Moment kommst du, Judy, vorbeigerannt und siehst nur einen Halbling mit roter Nase vor der Taverne stehen, aber keinen Gag. Sie, was machen Sie hier? Wo ist Gag? Hab's mir Bier. Ich komme mit dem Bier raus. Peter, ich habe das auf einen kleinen Zettel geschrieben, dass ihr dem Besitzer sowie der Besitzerin, also Mr. Klobbers, Klobberstone? Klobberarm. Klobberarm. Das war der Zwerg, der verprügelt wurde. Ja. Das Kupfer für das Bier schuldet und dass ihr morgen den Humpen zurückbringen werdet, weil das sonst als Diebstahl gelten wird. Cheers! Und er läuft glücklich entlang. Oh, Juri, nice, du bist angekommen. Was machen Sie da? Ich. Was machen Sie denn da? Ich passe auf die Taverne sowie auf das Umfeld auf. Wie ich bereits gesagt habe. Und ich ziehe wieder diesen Ledergurt über die Tür, damit sie wieder so ein bisschen verdeckt ist. Und ich nehme meinen Helm ab und wisch mir so ein bisschen den Schweiß weg, weil ich einfach den ganzen Weg hierher gerannt bin. Wie konnten Sie es zulassen, dass ich Sie hier alleine lasse? Corporal, ich bin Ihr Partner. Wenn Ihnen was zugestoßen wäre, wäre ich verantwortlich. Was denken Sie, dass dann mit mir passiert? Ich werde gefeuert. Priority is strapped. Ihr habt eindeutig den Befehl eines Corporals gehorcht und dementsprechend würde euch keinerlei Vorwurf gemacht werden. Außerdem bin ich in diesem Viertel hier, ich würde nicht sagen unantastbar, aber es ist doch schon so, dass ich denke, sollte mich jemand auf offener Straße angreifen, dass möglicherweise der ein oder andere meiner Mitbürger für mich mit aufstehen würde. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wissen Sie, Judy, das Wichtige an Wachenarbeit ist, dass wir Schutz für jeden liefern. Dass die Gesetze auf alle Leute gleich angewendet werden. Und das wirklich Wichtige für mich, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ist, dass niemand außerhalb des Gesetzes agiert. Und dazu gehören auch die Straßenbanden. Und dazu gehört jeder andere, der versucht, sich an Schwächeren oder Ärmeren zu vergreifen. Und ich muss sagen, ich bin nicht immer in einer solchen Position gewesen, dass ich dafür sorgen konnte, aber heute, am heutigen Tag und an jedem weiteren Tag, kitzelt ein Sonnenstrahl meine Nase jeden Tag, wenn wir durch den Regen spazieren und uns die Welt angucken, weil ich weiß, dass es ein Tick besser geht und dass wir dabei helfen. Judy weiß nicht, was sie darauf antworten soll. Sie ist einfach nur absorbt quasi. Weil für sie ist es so eine andere Welt, als irgendwie Bürokram zu machen. Und sie ist einfach nur so, okay. I can do that. Ich kann für die Leute da sein, ja?
Guter vielleicht Einfluss. Würde sie. Ja. Sie sagt auch so: Sir, ich. Das gefällt mir. Ich glaube, das kann ich für die Leute da sein. Dann übernehmt doch den Rest der Wache mit mir. Wurden Sie hier wieder hergeschickt? Ja, wir haben mit Captain Hayes gesprochen und der war schockiert, dass wir sie alleine gelassen haben. Und ich kam so schnell wie möglich zurück. Ach, der Captain, er hat so einen harten Kern, aber tief drin hat er eigentlich, glaube ich, ein Herz aus Gold. Jeder einzelne Bürger von Talia ist ihm wichtig. Und er könnte es sich nie verzeihen, wenn mir etwas zugestoßen wäre. Nicht, dass das überhaupt eine Option gewesen wäre, aber... Schnitt zum Captain, er bläst weiter Papierkügelchen in den Himmel. Gut, ich glaube, Rex und Neve... Constable Neve und Corporal Roger werden in die Unseen Eye, also die Magiergilde, nach weiteren Informationen suchen. Zumindest war das alles, was ich noch mitbekommen habe, bevor ich fluchtartig das Büro des Captain verlassen habe. Das klingt sehr gut. Ich persönlich werde diese Taverne nicht verlassen, so lange nicht Mr. Clobberarm sowie die Lady wieder da sind. Und solange ich nicht mit einigen Nachbarn gesprochen habe, die möglicherweise ein wenig Nachbarschaftshilfe für diese Taverne leisten könnten. Ihr wisst schon, ich meine... Die Ziegel, die Fußbodenplatten hier sind aufgerissen. Und das sieht nicht aus. Da sollten wir vielleicht auch... Vielleicht könnten wir ihnen ja einen Gefallen tun und könnten wieder... Haltet... nein, euch kann ich hier nicht alleine lassen. Sehe ich gerade irgendjemand auf der Straße, den ich kenne? Mach einen Perception-Check. Okay. Das ist eine 22. Eine 22. Mal davon abgesehen, dass Peter Meadow, der Halbling, den du gerade getroffen hast, immer noch so ein bisschen mit seinem Bier in der Hand durch die Straßen schwankt, siehst du außerdem eine alte Frau, die gerade Pflanzen gekauft hat. Und dabei handelt es sich um... Madame Kathleen Cassidy. Ich würde Peter noch einmal zu winken. Hm. Und wenn ich Madame Kathleen Cassidy sehe, würde ich so leicht in der Tür. Peter? Hä? Könntet ihr mir einen winzigen Gefallen tun? Wie winzig. Nein. Ihr wisst, dass ich 4 Straßen weiter wohne. Okay. Ich würde euch dieses kleine schimmernde Goldstück geben, wenn ihr mit diesem Schlüssel zu meinem Schuppen geht und mir mein Handwerkszeug sucht. Okay. Okay. Ich nehme seine Hand, patte da 2-mal drauf. In dieser Hand wird sich das Goldstück befinden, sobald ihr zurückkommt mit meinem Werkzeug. Und er läuft los. Okay. Dauert ungefähr 2 Stunden, bis er wiederkommt. Mit Tools? Mit Tools. Okay, dann das hat ein wenig länger gedauert, als ich dachte. Aber ich habe mich verlaufen. Möglicherweise habe ich einfach nicht gut genug beschrieben, wo ich wohne. Kein Problem. Einfach mal kurz hier abstellen und ich drücke ihm ein Goldstück in die Hand. Da beißt du kurz drauf. Kann ich dafür noch ein Bier haben? Ja, bitte lassen Sie mich das machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich bin davon überzeugt, dass ich hier zapfen kann. Habt ihr das schon mal gemacht?
Bier gezapft? Ja. Oh nein, nein, nein. Viel Erfolg. Ich würde mir meine Stonemason-Tools nehmen. Ja. Und so langsam die Fußplatten, die da sind, das war Kopfsteinpflaster, oder? Ja. Das halt aufgerissen ist, wieder so leicht runder bearbeiten, damit halt die eckigen Stücke weg sind. Und würde den Rest des Tages damit verbringen, hier das, was aufgerissen wurde, wieder so ein bisschen ordentlich. Alles klar. Ich würde dem Typ sein Bier zapfen und dann meine Geige rausholen, meine kleine Fiedel. Und einfach so ein bisschen, ja. Zwei Dinge. Mach mir bitte einen Performance-Check, wie du da beim Wachen fiedelst. Das ist eine 21. Eine 21? Ist das so Classic-Geigen-Fiedel oder eher so Irish-Folk-Fiedel? Eher Irish-Folk-Fiedel. Okay. Ihr seht Gag arbeiten und Judy fielen und nach einer Zeit, für euch gar nicht bemerkt, fliegt immer mehr so ein paar Kupferstücke und ein paar Silberstücke in diesen Handwerkskasten, der da einfach steht, rein. Oh. Alles klar, ihr verbringt den Tag damit zu reparieren und Wache zu halten. Wie verbringt ihr euren Tag, Rex und Eve? Zuerst mal, nachdem wir das Büro des Sergeants verlassen haben, würde ich diese kleinen weißen Bauern aus der Tasche ziehen und ihn Rex präsentieren und sagen, habt ihr sowas eigentlich schon mal gesehen? Das ist mir in der Taverne aufgefallen und ich dachte, vielleicht. Naja, ist eine Scharfigur, ne? Naja, aber sie stand da irgendwie so platziert und ich dachte, vielleicht ist das ein geheimes Zeichen oder so. In der Taverne, sagt er, auf dem Geländer oder wo? Mhm. Habe ich sowas schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Nee, ist mir noch nie untergekommen. Meint ihr, es würde sich vielleicht lohnen, die Bastards zu fragen? Ja, und wir sollten auch die Besitzer der Taverne fragen. Die kennen oder ob sie damit was anfangen können, ob es denen gehört. Wer weiß. Ja. Aber du sagtest, es wirkte platziert, hm? Mhm. Okay. Gut, guck mal. Ja, sonst hätte ich denen ja auch einfach nur eine Schachfigur geklaut. Ich glaube, die haben nach dem heutigen Tag größere Probleme als das. Die Armen. Ja. Nun. Ich weiß nicht, inwieweit ich das kann oder ob das okay ist, jetzt nochmal irgendwie zwei Constables oder so etwas halt raussuchen. Yeah. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir überhaupt in der Wache haben. Nur so ganz grob, wie viele Constables? Wir sagen, in der Wache arbeiten über so eine große Stadt insgesamt ungefähr 50 Leute, von denen nicht alle Schicht haben. Okay. Dann würde ich irgendwie so drei oder so halt mitnehmen, damit sie eben mit zu der Taverne, warte. Dangling. Oath. Danke, ich hatte Troth. Malte. würde die halt mitnehmen, damit sie ihr eben Rock Grip und Soft Hands ablösen können. Okay. Und einfach auch generell nochmal ein bisschen die Szene untersuchen und so weiter und so fort. Ich nehme an, das kann ich, oder? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Gut. Dann würde ich das tun. Ach, und ja, davor wollen wir eben, Lockwood, wollen wir die eben befragen, die Bastards? Ja. Und die Besitzer sind auch hier jetzt, oder? Die haben wir auch mitgenommen? Ja. Ja, ne? Ja. Gut, dann würde ich erst zu den Besitzern gehen. Alles klar. Und ihr seht den Zwerg und die Wirtin,
so ein bisschen auf Bänken im Eingangsraum warten, nicht eingesperrt, nicht gefesselt, nicht nichts, einfach nur da sitzend und wartend darauf, dass sie befragt werden. Hm. Machen Sie mal. Sicher, ich würde... Sie haben es gefunden. Ja, ich gehe zu denen hin. Stell mich erst ein bisschen gerader hin, dann merke ich, dass ich dadurch nur noch bedrohlicher wirke und stelle mich dann wieder ein bisschen krummer hin. Und, nicht die Arme so verschränken. Ja, ja. Hallo, geht's Ihnen gut? Möchten Sie irgendwas? Können wir Ihnen ein Wasser anbieten oder sowas? Ja? Ich gucke zu Rex. Können Sie jemanden bitten, ein Wasser zu besorgen? Ja. Ich glaube, irgendjemanden, der irgendwie vor der Tür ist. Ja, oder ja, so. Ja, ja, ja. Okay. Wir werden Sie jetzt nicht... wir werden euch jetzt nicht direkt befragen zu dieser Verspinnung mit den... Wir hatten keine andere Wahl. Entweder wir bezahlen das Geld oder das die Bastards... Vollkommen. Ja, ich weiß. Das sind schwierige Zeiten. Ich habe allerdings in der Taverne etwas gefunden und ich würde euch bitten, mir zu sagen, ob das irgendeine Bewandtnis hat, und dabei nehme ich diese Schachfigur raus. Ja. Die beiden gucken so ein bisschen fragend dahin. Schachfigur, sagt der Zwerg. Ja, die wurde bei den Bilderrahmen an der Treppe platziert und ich dachte, vielleicht ist es ein Zeichen, dass... Wir haben nicht mal ein Schachspiel in der Knall... Wir sollten ein Schachspiel besorgen. Es spielt sowieso niemand Schach. Wir sind eine Arbeiterkneipe. Ich würde gerne Insight checken, ob ich den Eindruck habe, dass sie uns jetzt gerade etwas vorspielen oder ob sie halt die Schachfigur wirklich nicht wiedererkannt haben. Worauf möchtest du achten? Ich möchte darauf achten, wie sie reagiert haben, als Dogwood zuerst die Schachfigur halt rausgeholt hat und ihnen gezeigt hat. Und ob... Als sie dann so darüber gegangen ist, in dieses von wegen, ja, wir sollten uns ein Schachspiel halt kaufen, ob der Mann halt so direkt dabei war oder halt vielleicht kurz einen Moment verwirrt, so von wegen, hey, was meinst du? Ne? Ob er so direkt mitgespielt hat oder ob es ernst ist. Go for it. Sechs. Die beiden wirken sehr natürlich. Also sind Sie sich sicher, dass Sie noch nie in Ihrer Kneipe eine Schachfigur besessen haben? Sicher schon mal eine Schachfigur? Wir haben aktuell, also wir haben kein Schachspiel gerade. Okay, und gut. Dann gehe ich einfach davon aus, dass das... dass das entweder keine Bewandtnis hat oder irgendwie nicht mit den Schutzgeldforderungen in Verbindung steht. Ja, dann machen so. Hören Sie. Ich glaube Ihnen. Sie sind nicht hier diejenigen, die irgendeine Schuld haben. Sie haben einfach nur das getan, wo Sie keine andere Wahl hatten, um Ihre Kneipe und Ihr Leben zu beschützen. Wir kümmern uns darum. Wir hätten diesen Alchemisten niemals. In welcher Situation kam dieser Alchemist denn zu Ihnen? Als einfacher Gast? Kam einfach eines Abends rein, hat 50 Gold auf den Tresen gelegt und gesagt, er braucht ein Zimmer. 50 Gold sind viel Geld. Das sind sehr viel Geld. Wie lange blieb er schon bei Ihnen? Zwei Wochen, okay. Ich habe mich irgendwie mit ihm angefreundet. Haben Sie seinen Namen? Nee, ne? Er hat mir nie seinen Namen gesagt, auch nachdem ich gefragt habe. Ich habe ihn einfach Alchemist genannt. Wissen Sie irgendetwas über ihn, was uns
vielleicht helfen könnte oder einfach genau irgendetwas. Wir müssen versuchen, diese Person zu identifizieren. Die meisten Worte, die er gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Hat er Ihnen Dinge erzählt von irgendwelchen Sachen, an die er arbeitet, oder? Den Grund für seinen Aufenthalt. Nur, dass er vor irgendwas Vielen Dank. Das ist sehr gut zu wissen. Vielen, vielen Dank. Sie sollten ihr Wasser gleich bekommen und dann wird sie vielleicht noch jemand befragen. Noch mehr Befragung. Es tut mir leid, aber wir haben bisher noch nicht viel, womit wir arbeiten können, womit es hier zu tun hat und alles, jedes Detail hilft. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr an diesem Tag erledigen möchtet? Die Bastards befragen, ne? Ja. Es geht jetzt schon Richtung Abend, aber ja. Okay. Ist das okay, dass Julia, Matti, dass ihr nicht dabei seid? Ja. Okay. Ja. Ich ging davon aus, dass es okay war, als Matti das gesagt hat, weil wenn Matti die Party splittet, dann weiß ich, dass er okay ist. Ja. Ich wollte das sicher nicht, dass jemand übergangen. Alles gut, alles gut. Gut, dass wir hatten fragst. Ja unseren Moment, voll gut. Ihr wollt die Bastards noch befragen? Mhm. Alles klar. Die sind in einer kleinen Holding Cell im Keller der Wache. Warst du schon mal bei einer Befragung? Also, abgesehen von der. Ich meine, von solchen Leuten. Nein. Okay. Wenn ihr mir sagt, was ich machen soll, dann wenn ich jemanden, weiß ich auch nicht, Angst machen soll, dann ich glaube, wer ist jetzt der Gute und wer ist der Böse? Ich glaube, einschüchtern ist wahrscheinlich noch die Sprache, die am ehesten verstehen. Es ist meistens schwierig mit solchen Leuten, wie klinge ich? Ihr wisst, was ich meine. Mit ihnen zu reden, weil sie sehen uns als ihre Feinde. Sie wollen mit uns reden. Natürlich. Und wenn wir auf höflich machen, dann denken sie, okay, sie tun auf höflich, sie wollen sich bei uns einschleimen. Und wenn wir versuchen, sie einzuschüchtern, dann nehmen sie es natürlich auch meistens nicht ernst, aber man muss es ja versuchen. Also fragen wir einfach und gucken, was passiert. Versuchen sie ihnen klarzumachen, dass sie es nur schlimmer machen, wenn sie uns nichts sagen oder wenn sie uns anlügen. Ja. Okay. Sie machen das schon. Ich soll das jetzt alleine machen? Nein, nein. Aber zumindest einen übernehmen sie. Na gut. Dann würde ich darüber gehen, zu der Zelle. Machen Sie ruhig mal den ersten. Ja, mit dem, der vorher den Crossbow geholt hat, seine Wunde wurde von der Wache verbunden und er sitzt da. Ha! Ha. Mehr haben Sie jetzt nicht zu sagen? Okay. Ich habe eine Frage. Vielleicht er, guckt sich einfach, er guckt dich einfach so ein bisschen störrisch an. Ist einfach dieses, er ist da gefangen und er ist so ein bisschen stolz auf sich auch, dass er gefangen wurde. Mhm. Vielleicht können Sie mir die ja ein bisschen eloquenter beantworten. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Also, abgesehen von bei einer Partie Schach, die sie wahrscheinlich verloren haben, weil sie zu doof sind. Ey, ich will dich wissen lassen, dass wir richtig gut Schach spielen. Sagt einer von nebenan und der mit dem Pfeil im Rücken, der scheinbar der Ringler zu sein. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr könnt Schach Danke. Spielen. Danke. Jesus, ehrlich? Also ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt nicht mal eine Ahnung, was das für eine Figur ist, die sie da hält.
Na? Fällt's uns ein? Hätten wir gedacht. Ist nicht der König. Wieder nur leere Worte dahinter. Ist man ja gewohnt von euch. Kommt nichts. Ist einfach stillschweigendes Entgegenstarren. Sie scheint das sehr ernst zu nehmen mit wir reden nicht mit der Wache. Hm. Ich mach nochmal Lockwood so ein Zeichen, dass sie erstmal noch weitermachen soll. Okay. Okay. Also, wir haben geklärt, dass ihr nicht in der Lage seid, Schach zu spielen. Das ist sehr schön. Und er wird einfach, also du merkst, dass er versucht, was zu unterdrücken. Es ist sehr, sehr offensichtlich. Und dass ihr auch die Figuren nicht auseinanderhalten könnt, haben wir jetzt auch gemerkt. Also, dann lenken wir unser Gespräch doch vielleicht in eine andere Richtung. Warum? Obwohl, wisst ihr was? Das ist mir eigentlich zu dumm. Ich weiß ja, warum ihr da wart. Und ich weiß auch, was ihr wollt. Aber es ist ehrlich gesagt ziemlich einfach, euch zu verhören. Man weiß ja eh direkt, was ihr sagen würdet, wenn ihr denn reden würdet. Ich möchte euch wissen lassen, dass wir nicht so vorhersehbar sind. Mann, warum hält uns jeder für Idioten? Weil jeder weiß, dass wenn ihr irgendwo auftaucht, alles, was ihr tun werdet, Leute verkloppen ist. Oder Schutzgeld verlangen. Und andere. Wir beschützen die Straßen der Altstadt. Vor euch. Vor wem denn? Vor Idioten. Vor Spinnern. Vor Dieben. Wir sind der Grund, dass kleine Businesses wie der Dangling Oaf existieren. Der Butcher ist gut zu seinen Geschäften. Der Butcher war gut zu uns. So gut, dass er direkt Leute vorbeischickt, um einen seiner Klienten zu verprügeln, nur weil die Stadtwache mal eingekehrt ist bei ihm. Ihr bringt nur Ärger. Also, wenn einer von euch da sind, dann kommt der ganze Rest und... Ja. Ja, das Gleiche kann man auch über euch sagen. Nun. Kollege. Ich kann verstehen, du hast negative Erfahrungen mit der Wache gemacht. Wir sind nicht alle Engel. Es ist nun mal... eine Art Krieg zwischen der Wache und Leuten in der Unterwelt, die auch versuchen, irgendwie ihr Leben zu machen. Auf ihre Art. Aber ich kann dir garantieren, dass wir alle nur hier sind, weil wir den Leuten helfen wollen. Den kleinen Leuten. Wir wollen niemandem wehtun. Und einfach manchmal nur... muss man Leuten wehtun. Seit Butcher immer. Manchmal muss man Leuten wehtun. Wenn die Leute keine Angst haben, dann geraten sie außer Kontrolle. Ein Leben führen Leute in Angst. Kein besonders erstrebenswertes, Habt ihr darüber vielleicht mal nachgedacht? Ihr beschützt den kleinen Mann, indem ihr ihm Angst macht? Indem ihr... Wir beschützen den kleinen Mann, indem wir seinen Feinden Angst machen. Feinde. Wenn ihr den Leuten... keine Angst macht und sie Vertrauen einfach haben, dass niemand dem anderen etwas tut, dann braucht er keine Kontrolle. Sag das Butcher. Sag das Butcher und seiner toten Frau. Einiges sagen. Tja, könnten wir ihn denn vielleicht mal treffen? Wachen? Im Truncheon? Er ist doch lebensmüde.
Der Truncheon ist die Kneipe, die allgemein bekannt ist als der Meeting Place der Softspoken Bastards. Dachte ich mir. Also können wir ihm auch nichts sagen, sorry. Das heißt, wir müssen mit dir vorlieb nehmen. Was wollt ihr von mir? Also, hören wir mal zu. Der Grund, warum wir überhaupt in dieser Einrichtung waren, ist, dass jemand gestorben ist. Einer von den Gästen. Der Alchemist. Der Alchemist. Fuck! Hey, kennst du den Alchemisten? Du Idiot! Sie hat mich dazu gezwungen, was zu sagen, Eric! Also, wisst ihr, wer der Alchemist war? Der Alchemist ist der Alchemist. Butcher hat Interesse an ihm. Interesse? Hat er denn schon mal was für den Butcher gemacht? Keine Ahnung, sowas wird uns nicht gesagt. Dann habt ihr nicht sehr gut auf eure Leute aufgepasst, wenn die einfach sterben. Wisst ihr, warum wir da waren? Aus demselben Grund wie wir. Kleine Leute beschützen? Scheiße! Da siehst du. Jetzt lande ich im Knast, Mann! Dann sind wir doch eigentlich auf derselben Seite, oder? Wir wollen herausfinden. Scheiße, Alchemist ist das tot. Geschehen ist. Fuck! Wir wollen herausfinden, wer es getan hat. Damit es nicht nochmal passiert. Hättet ihr denn irgendeine Idee, wer dem Alchemisten was anhaben wollte? Oder wer sich erlaubt, in Konkurrenz mit dem Butcher zu treten, um seine Dienste an sich zu nehmen? Die drei Leute, ein Stiller, ein Eric und der mit der Crossbow-Bolt-Wunde. Es ist sehr einfach zu merken, dass sie hier sehr stammeln und sehr einfach sehr überfordert sind. Hm. Keine Ahnung, was da... Ich weiß nicht, wie der jetzt schon rübergekommen ist, Danny, aber ich versuche halt die ganze Zeit sehr beruhigend denen gegenüber zu sein. So ein bisschen so, sag ich mal, den Onkel oder den Vater eben halt zu spielen, zu dem irgendwie der kleine Junge gerannt ist und irgendwie sagt, okay, ich habe missgebaut und eben halt sagt, ja, ist okay, wir reden darüber, alles gut. Das ist das, was ihn so ein bisschen gebrochen hat, die eine Seite der Bauer und das andere Seite. Okay. Also ihr kennt ihn und der Butcher hat Interesse an ihm. Aber er hat noch keinen Kontakt zu ihm aufgenommen. Hallo. Wie lange? Nur dafür sorgen, dass ihr nicht vorher zu ihm kommt. Wie lange steht denn die Kneipe schon unter eurem Schutz? Okay, also nicht ein paar Wochen erst. Ist schon länger ein Ding. Altstadt gehört. Ihr nicht aufpassen. Ihr habt mehr Männer als wir. Und Eric von der Seite, rate mal, woran das liegt. Eric, psst. Woran denn? Der Butcher ist gut zu uns. Er zahlt besser und hier braucht man tatsächlich Moral, Anstand und eine gewisse Ausbildung. Nun ja. Also aus denen wird nicht mehr rauszupressen sein. Mhm. Okay. Alles klar. Dann schreibe ich mal eben auf hier. Und so, außer ihr, findet der erste Teil. Die Ablöse für Gag und Judy kommt langsam in Richtung der Kneipe. Die beiden befragten Kneipenbesitzer werden auch wieder entlassen und werden wahrscheinlich am nächsten Tag auch wieder dahin finden. Hauptsächlich aus dem Grund, dass ich nicht weiterhin mit einer gesplitteten Party spielen möchte. Ihr seid jetzt wieder am nächsten Tag. Am 29. Das ist Majul im Jahre 20.
eingetroffen in der Wache mit ein paar Geheimnissen. Ein paar Mysterien. Wie wollt ihr das handeln? Wetter ist tatsächlich überraschend regnerisch. Nun, ich nehme an, wir wollen zu der Universität, oder was ist es? Das ist einfach ein Turm. Turm. Updatet ihr uns, was ihr denkt? Klar. Ich vermute, wir treffen uns erstmal zu viert und besprechen kurz, was wir gestern noch mit den Bastards erfahren haben. Ja. Und auch von... Nun, bevor wir zu den wichtigen Themen kommen, möchte ich noch einmal kurz ganz lobend erwähnen, denn ich finde, gutes Feedback gehört auch mit zu guter Wacharbeit, dass unser Neuzugang, Judy Softhands, unfassbar funky Tunes spielen kann. Und ich habe sogar gesehen, dass einige Bürger der Altstadt auch davon sehr angetan waren. Und ich möchte deswegen mal kurz eine kleine lobende Hand geben. Sir, ich möchte betonen, dass das Geld, das mir während meines Dienstes von Außenstehenden zugetragen wurde, selbstverständlich nicht angenommen habe. Das ist sehr, sehr weise und sehr ehrenhaft von euch. Ich für meinen Teil hätte es einer wohltätigen Organisation gespendet, aber wir alle sind ja noch am Anfang eines Weges. Unser ganzer Weg ist ein langer Fluss. Ich mag das so gerne, dass wir inzwischen eine edgy Crew haben und einfach eine Good Guy Crew. ihr meintet, wir sollten einmal zu dem Turm gehen und uns erkundigen, wer denn dieser, was war der Alchemist war. Genau, also wenn die Sache ist, wenn er wirklich den Rang als Magier hatte, den sein Umhang vermuten ließ, dann werden sie wahrscheinlich wissen, wer er war. Und haben wir irgendwelche Identifikationsmittel und Wege? Oder müssen wir ihn beschreiben? Ich muss nämlich zugeben, ich kann ihn relativ schlecht beschreiben, außer erschrecktes Gesicht, großes Loch im Bauch. Was ist denn aus dem Phantombild geworden? Wir haben wahrscheinlich jemanden. Ja, ihr werdet jemanden. Ja, okay. Wir haben ein Phantombild. Gut, weil ich kann das. Ich kann das nicht. Ich halte eine Hand mit meinen Klauen hoch. Ich hätte mal irgendein Spell lernen sollen. Der irgendwelche. Aber hey, ja. Ich würde gerne, ich fand Magie schon immer interessant, es lag mir nie besonders, aber ich würde mich wirklich gerne mal mit diesen Magiern unterhalten. Wir sind schon am Turm, nehme ich an. Stehen da Leute vor? Nein, das ist tatsächlich, es gibt nicht mal eine Tür. Ganz kurz noch, darf ich kurz das einwerfen? Ja. Ich hätte irgendwann zwischendurch gerne noch einmal Hayes gefragt, ob er irgendwas mit der Schachfigur anfangen kann. Ob er die irgendwie als Zeichen für irgendwas kennt oder so. Keine Ahnung. Danke. Das wollte ich auch gerade fragen, ob ich irgendeinen Check machen kann, History oder irgendwas, ob Schachfiguren in irgendeiner Weise, ob ich da eine Bedeutung rauslesen kann oder ob ich eine Geschichte vielleicht kenne, aber okay. The Mystery. Wenn da keine Tür ist, dann würde ich einmal an die Seite klopfen, gucken, ob ich irgendwo drin einen Mensch erkenne, sehe oder eine Person sehe. Nach eurem Streiten draußen, bei tatsächlich wirklichem Regen, also die Tropfen prallen so ein bisschen von eurer Rüstung ab, von die Rüstung tragen, Haare werden nass. Leute sind mit kleinen Planen unterwegs auf den Straßen, bis sie zu einem relativ großen, sehr hohen Turm kommen, fast so hoch wie der Glockenturm, der inzwischen Glockenturm. Und ihr seht weder Fenster, noch Türen, noch irgendeine Verbindung. Dann würde ich gerne einfach ans
Ich würde mir zuerst einmal das Mauerwerk angucken und gucken, ob da ich da irgendwas erkenne. Was sagen mir meine Zwergenaugen? Mach einen Investigation-Check. Mit Advantage, weil Dwarvish. Ja, auf jeden Fall, weil Stone gedöns. Ja, okay. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand diese Ability benutzt hat. Ständig. Das ist der einzige Grund, warum ich Zwerg spiele. Und auch Corny das eine Mal, als sie den Schild Fendi gewürfelt hat, um direkt zu bekommen. Eine 15. 15. Es wirkt für dich einfach wie regulärer, wenn auch sehr, sehr hochwertig verarbeiteter Stein. Okay, dann klopfe ich an den Stein und rufe einmal, flüstere einmal an den Turm. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gagfels, Rockrip. Ich hätte gerne Einlass, denn es geht um ein Problem, das wir bei der Wache haben, bei dem uns normalerweise nur Magier helfen können. Ordne ganz. Und nach einer Zeit klicken sich einfach so mehrere Felsen zur Seite weg und nach oben und es wird einfach so ein Türspalt frei und davor steht tatsächlich ein sehr, sehr großer, sehr, sehr große froschartige Person mit einem Stab, also wenn ich sage sehr, sehr großer Frosch, dann ungefähr so groß, die euch begrüßt. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Rockrip. Wir sind hier aufgrund von einem Kriminalfall, der uns als Wache gerade zugetragen wurde. Und es geht dabei um das Ableben eines Menschen, der im Besitz eines Umhangs war, der eurem ganz ähnlich ist. So hoch muss er zu mir nicht gucken, oder? Ich bin... Ja, stimmt, also so grob, ja. War einfach nur dieses Froschding. Er war bekannt als der Alchemist und ist jetzt bekannt als jemand, der ein erschrecktes Gesicht und ein großes Loch im Bauch hat. Ich bräuchte ein wenig Hilfe, um ihn zu identifizieren. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Der Frosch guckt interessiert, geht zur Seite und weist euch mit dem Stab einfach in den Turm. Das schien doch ganz gut zu laufen. Wollen wir reingehen? Gut, dann würde ich reinspazieren. Sobald ihr den Turm betretet, merkt ihr sofort, irgendwas ist geometrisch hier falsch. Oh no. Erstmal ist es größer in der Innenseite, als dass es außen ist. Und Treppen scheinen... Also, da zu beginnen, wo der Turm enden würde und gehen in andere Räume, in andere Richtungen. Der Frosch führt euch so ein bisschen durch. Da sitzt ein Elf an einem Rezeptionstisch und schreibt gerade irgendwas und schaut hoch und seufzt so ein bisschen, als er euch in Stadtwachenuniformen sieht. Und das ist, wo wir die Session... Okay. Hattet ihr Spaß? Okay. Ja. 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 Gut. Hattet ihr Spaß, Chat? Hattet ihr Spaß? Characters ausprobieren, kennenlernen. Ja. Es ist alles immer noch so ein bisschen neu. Schön war es. Das freut mich, dass es schön war. Sowohl Hundekörper als auch Jabba Jabba Jau. es war halt einfach, es war noch kein großes Narrativgedöns. Trick Surly auch. Schön, dass ihr alle da seid. Aber man muss halt seine Charaktere so ein bisschen kennenlernen, Malte. Und wir haben einen Mord, wir haben einen Mystery. Ja. Ja, genau. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Achso, der Malte. Bitte? Ich dachte, du willst das von mir. Der andere Malte. Der andere Malte. War cool. Freut mich, Rivian. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt gerne auf den Folgen-Button. Denn in 2 Wochen, am 23. müsste das sein, findet die nächste Folge vom Lawful Bunch statt. Auch wieder mit demselben Cast. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder reinguckt. Werde euch jetzt einmal die Möglichkeit geben, euren Content zu pluggen, euch selbst zu pluggen, bevor ich gleich allen Followern und Subscribern und so weiter persönlich danken werde. Nief! Chris! Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir fangen mit Werbung an und wir hören mit Werbung auf.
Ihr seht ja in der Einblendung meinen Social-Media-Kanal, da könnt ihr mir folgen. Da rede ich aber eigentlich auch eh nur über Pen and Paper, also so spannend ist es nicht. Aber ich verweise dort auch auf den Social-Media-Account unseres Indie-Studios, wo ihr unser Spiel antesten könnt. Unseren Prototypen. Wie heißt das Spiel? Es nennt sich The Barren Kingdoms. Das ist ein Creative Sandbox Adventure in einer coolen, verlassenen Welt. Und man spielt einen Roboter. Das ist auf jeden Fall der biggest selling point. Nice. Ich bin auch ein großer Fan von Robotern. Deswegen werde ich mir das selbstverständlich angucken. Bevor ich jetzt irgendwie Content plugge, möchte ich noch einmal kurz was ansprechen. Und zwar in der zweiten, also nach der ersten Pause hatten wir diese kleine Auseinandersetzung. Und ich weiß nicht, von wem es kam, aber irgendwo wurde einmal kurz Polizeigewalt und Fuck Life Matters reingeschrieben. Und ich wollte mich kurz dazu äußern, weil nämlich Danny mir diese Wachenkampagne gepitcht hat und gesagt hat, meinst du, das wäre cool? Und ich habe gesagt, das wäre sehr cool. Und er meinte, ja, aber ist es nicht gerade in dem momentanen Klima mit Polizeigewalt und so weiter ein bisschen schwierig? Und ich habe gesagt, natürlich ist das schwierig und natürlich ist es auch irgendwie ein immer sehr aufgeladenes Thema, aber ich bin sehr doll der Meinung, dass wir gerade jetzt Geschichten brauchen von Stadtwachen und generell Leuten in Autoritätspositionen, welche ihren Job ernst nehmen. Und was bedeutet ihren Job ernst nehmen in dem Fall ist, dass sie halt sich tatsächlich für die Rechte derjenigen einsetzen, die in Positionen von geringerer Privilegiertheit sind. Und aufgrund dessen haben wir alle unsere Charaktere erstellt. Wir haben versucht, unsere Charaktere so zu erstellen, dass sie halt ein Ideal verkörpern, was wir leider momentan bei den Erfüllungsgehilfen des Großkapitals nicht sehen, was wir aber deswegen gerade in einem Narrativ haben wollen. Und deswegen war es für mich, gerade für mich, ein bisschen überraschend und ein bisschen unangenehm, zu sehen, dass während wir alle versuchten, so nicht letal und so nicht gewalthaltig wie möglich mit diesen Leuten umzugehen, auf einmal das mir entgegengebracht wurde oder uns entgegengebracht wurde. Und deswegen würde ich euch bitten, weiter uns kritisch zu beobachten, ob wir hier Bullshit machen, weil wenn wir Bullshit machen, dann sagt es uns sofort, aber auf edgy Witze zu verzichten, wie sowas. Das wäre sehr lieb. Außerdem, wenn ihr albernen und edgy Shit sehen wollt, dann habe ich noch ein Piratenabenteuer, für das ich mir gerade durchgelesen habe, was für fiktive und reelle Mord- und Foltermethoden Piraten zugeordnet wurden. Und ich muss euch sagen, fucked up Shit kommt nicht bei mir vor, aber fucked up Shit, was da so gemacht wurde. Nie wieder möchte ich von irgendjemand hören, ja, da wirst du gekielholt. Jesus Christ! Und damit gebe ich weiter an Malte. Ja, Achso, ich sollte vielleicht sagen, wie das heißt. Das ist auf dem Channel vom Bereicherungsbetrieb und heißt Beutezugbetrieb mit Matti. Das bin ich. Das ist die Matti. Das ist sie. Ja. Ja. Eins der Überleitung. Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Matti auch ein exzellenter DM ist und kann mich seiner Aussage natürlich nur vollkommen anschließen und möchte natürlich auch nochmal sagen, dass natürlich letztendlich wir uns in einer Narrative befinden, in einer Fantasiewelt und dass alles nicht so einen ernsten Bezug zur Realität haben muss, denn darum genau geht es hier ja um ein Escape von der Realität. Ich habe leider keine Überleitung, aber ich bin Voice Actor, ich muss nicht überleiten, ich rede einfach nur. Ich bin Voice Actor, ich bin Synchronsprecher. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter irgendwie folgen oder anschreiben, falls ihr vielleicht irgendwie mal so jemanden irgendwie braucht. Auch gerne durchaus mal, nur ein Beispiel, sag mal, ihr seid Student, ihr habt irgendwie ein Projekt vielleicht im Bereich
Game Design oder sonst irgendwie so etwas. Und ja, hi, Chris. Und ihr habt vielleicht irgendwie was Kurzes, was ihr vielleicht ein bisschen aufpeppen wollt, bin ich gerne bereit, mir das vielleicht auch mal anzugucken, wenn es nicht allzu extrem ist. Durchaus auch gerne für billig oder für lau, was auch immer, gucke ich mir gerne einfach mal an. Aber ansonsten natürlich auch, falls ihr was Richtiges habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Mein Twitter ist einfach @angvar. Auch auf dem Screen zu sehen, tatsächlich. Ist auch auf dem Screen zu sehen. Super, Danny, dankeschön. Ja. So professional. Ja. Dankeschön, Danny, für diesen tollen Stream übrigens. Für die ganze Arbeit, ja, die du angesteckt hast. Ja. Ja, absolut. Da stimme ich zu. Gute Arbeit, Danny. Ja, okay. Kommst du mal? Ich komme da jetzt nicht mehr raus. Das ist jetzt. Ja, auch ich bin in Mattis Kampagne dabei als Kapitänin Kralice am Unsinn, Sinn und Halbsinn machen. YouTube Bereicherungsbetrieb, da geht einiges ab und ja, ich studiere, ich mache nichts Interessantes. Sorry. Ich studiere auch, aber darüber rede ich nicht, weil. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Ich bedanke mich immer noch recht herzlich bei Dis, Matti, Malte und Julia, in dem Sinne bei Neve, Gag, Rax und Judy für die wunderbare Sache. Wird die Aufnahme hiervon irgendwo als VOD zu sehen sein? Ja, es ist auf jeden Fall auf diesem Channel hier als VOD zu sehen. Und ich werde es über die Woche auch auf YouTube hochladen, sobald ich halt die Pausen und sowas rausgeschnitten habe. Das ist gar kein Problem, da könnt ihr reingucken. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, drückt auf den Follow-Button, das unterstützt uns. Das würde mich sehr freuen. Ich streame sonst auch gerne und sehr viel Magic. Die nächste Folge vom Lawful Bunch, wie gesagt, am 23. Juli um 18 Uhr. Da geht's weiter. Ansonsten war's das von uns. Wir sind sehr froh, dass ihr zugeschaltet habt. Habt euch lieb. Auf Wiedersehen. Sagt auf Wiedersehen, SpielerInnen. Bye-bye.